Mikros dicht. Bitte schön, Jungs. Jo, dann herzlich willkommen zur NASA Nummer 7, zur notorisch abtrünnigen Schwarzanstalt. Wie immer heute mit dabei, Frank Stoner. Ja, hallo Leute, schön, dass ich da am Start bin heute. Morgen, Frank. Amok Alex ist auch dabei. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Beide von Radio Emergency und natürlich Michael Grabe. Ja, hallo in die Runde. Hallo Michi und Boris Logstermann, auch vom Kulturstudio. Hello, hello. Heute bei uns zu Gast ein Troll aus Wien, Oliver. Oliver macht auf YouTube diverse Videos, um Menschen aufzuklären und ein wenig zu trollen, wenn ich das so richtig raushöre. Oliver, herzlich willkommen. Kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, warum Troll auf Vienna? Was ist ein Troll? Was bist du überhaupt? Hallo da draußen, Oliver Zumann hier. Ich betreibe die Seite Trolls of Vienna auf YouTube. Und mir ist es vor allem wichtig, auf Täuschungen hinzuweisen, die in unserer Gesellschaft auftreten. Dazu befasse ich mich mit politischen Aspekten, mit Ereignissen wie Anschlägen. Ich bin aber auch auf Facebook aktiv und der Themenbereich wird immer unterschiedlicher, mit denen ich mich zusammensetze, weil man immer wieder auf andere Thematiken stößt. Derzeit bin ich gerade mit den Grünen in Deutschland und Österreich befasst und arbeite an einem Video, das was zurückgeht bis zur Frankfurter Schule und auch aufzeigen wird, dass hier wohl eine globale Agenda am Start ist, die in Deutschland und Österreich einwirkt seit Jahrzehnten. Also ich stoße immer von einem Thema aufs nächste und brauche dann noch immer so 2-3 Wochen für meine Videos, außer ich schiebe mal zwischendurch was ein, so wie es bei München oder Paris war. Wie bist du überhaupt zu den Ganzen gekommen oder seit wann machst du das Ganze schon? Also ich beobachte das Ganze seit Jahren passiv. Das Ganze hat ungefähr damit angefangen, wie 9/11 war. Da waren Leute in meinem Umfeld auch sehr betroffen davon. Und damals hat es schon Leute gegeben, die was gesagt haben, hey, da stimmt was nicht. Und ich habe da nicht so drauf gehört. Es war jetzt da die letzten Jahre so, dass ich in den USA immer öfters beobachtet habe, dass hier vermeintliche False-Flag-Aktionen und Inszenierungen stattgefunden haben. Ja, und wie der Trend dann zu uns gekommen ist, habe ich einfach gesagt, ich möchte nicht mehr länger schweigen. Und gerade bei Paris ist mir dann irgendwie der Kragen geplatzt. Zu dieser Zeitpunkt habe ich noch meinen Blog geschrieben, also den schreibe ich noch immer hin und wieder, aber der ist eher unbekannt. Und das Paris-Video hat dann richtig eingeschlagen. Da war es dann damals auch der Oliver Janich und andere Leute, die was schon ein bisschen an Namen gehabt haben, die was mein Video geteilt haben. Ja, und dazu hat das dann eben nur so die Runde gemacht. Und da habe ich mich dann entschlossen, einfach weiterzumachen. Mein nächstes Video war dann über die Anschläge in Brüssel. Das ist auch bombastisch eigentlich abgegangen. Ja, und dann habe ich auch diesen YouTube-Kanal gegründet. Am Anfang war es so, dass ich die Videos auf Vimeo hochgeladen habe. Da hat man mich nach Paris samt den Account gelöscht. Ach so. Und das hat mich dann einfach zum Überlegen. Hast du Probleme damit? Seltsamerweise. Das Paris-Video durfte ich nie hochladen und ein anderer YouTuber hat es dann leicht verändert. Also da habe ich mich noch nicht so ausgekannt mit Logos rausschneiden und Bilder verändern. Und der hat es dann auf YouTube gebracht und von hinher wissen wir dann wieder geholt. Und deswegen ist das auf meinem Channel jetzt erst später hochgeladen. Das ist eigentlich mein erstes Video. Also du merkst auch langsam, dass YouTube genauer drauf schaut, was da für ein Content ist und im Sinne da so Copyright-Zensurmäßig. Ich muss sagen, ich habe überraschend positive Erfahrungen gemacht. Also ich habe schon Videos hochgeladen, wo ich mich bis heute wundere, dass die noch online sind. Da kann ich jedem mit auf den Weg geben, dass es sehr viel ausmacht, die Logos auszublenden, das Bild leicht reinzuzoomen, dass man da keine Probleme kriegt. Aber ich weiß nicht, ob das ein langfristiges Erfolgsrezept ist, weil ich fahre jetzt seit 11 Monaten so und habe noch keine größeren Probleme gehabt. Aber ich habe mich auch mit anderen Leuten unterhalten, die schon länger Videos machen. Und die haben schon teilweise 6 oder 7 Unterlassungsaufforderungen bekommen, ne, wo man ihnen auf erpresserischen Wege gleich mit irgendwelchen Beträgen kommt oder so. Ne? Okay. Ja, ich sehe, du bist ziemlich explodiert, sage ich jetzt einmal. Du hast jetzt mittlerweile schon 5.500 Abonnenten auf Facebook, also das ist schon enorm für die, sag ich mal, wenige Anzahl von Videos, die du hast. Also, super.
Danke. Also ich habe ein bisschen Glück gehabt mit der Thematik. Man ist auch immer ein Vorteil, wenn man jetzt aktuelle Themen behandelt. Wenn ich jetzt über irgendwas Geschichtliches oder so was mache, dann werde ich wahrscheinlich nicht so viele Aufrufe haben. Aber es ist mir eben wichtig, dass ich dorthin gehe, was die anderen nicht tun. Und hin und wieder sitze ich da und denke, was soll ich das raushauen? Aber ich kann dann einfach nicht. Und ich mache diese Videos, weil da staut sich dann schon sowas auf. Und es ist auch meistens nur die Spitze des Eisbergs, die ich reinbringe, weil ich gemerkt habe, dass die kürzeren Dinger eben besser gehen. Ja, da sitze ich dann oft schon mal 2-3 Wochen und bricht es dann auf 15 Minuten runter. Und diese Faktendichte scheint gut anzukommen. Ja, und ich freue mich ehrlich gesagt auch, weil mir ist vor den Videos machen eigentlich so vorkommen, wie ich sitze da, beschwere mich und rede über die Sachen, aber es interessiert keinen. Ja, und so, jetzt bin ich heute bei euch und habe auch andere Leute kennengelernt, die wirklich selber aktiv sind und es gefällt mir, also ich werde sicher dabei bleiben. Du bist auf jeden Fall in der richtigen Runde, finde ich. Willkommen noch einmal, freut mich. Vielen Dank. Und wie bist du auf den Namen gekommen, Trolls of Vienna? Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Ja, weil ich will ja grundsätzlich auf Täuschungen hinweisen. Und wenn man auf meine Videos kommt und man liest Trolls of Vienna, denkt man sich, es ist bezahlte Arbeit, vielleicht von mehreren Personen, die einen bestimmten Zweck, bestimmten Eindruck erzeugen soll. So ist ja heutzutage alles aufgebaut. Und in Wirklichkeit sind diese inszenierten Ereignisse ja auch nichts anderes. Es gibt schlechte Inszenierungen und gute Trolle. Und es gibt auch Leute, die... Es gibt eben... Der erste Eindruck täuscht. Das soll es ausdrücken. Ah, okay. Aber ich stehe unter jedem Video zum Beispiel mit meinem vollen Namen drunter und ich habe auch alle möglichen Kontaktmöglichkeiten und habe noch auf jede vernünftige Anfrage geantwortet und möchte mir das auch beibehalten, weil Augenhöhe ist ganz wichtig und ja, wie gesagt, ich bin einzelne Privatperson und mache das Ding da halt. Ne? Ja, sehr schön. Und wir müssen auch dazu sagen, das ist heute tatsächlich dein erstes Live-Gespräch oder Live-Interview-Situation, die du bisher gemacht hast. Ja, das muss man zu meiner Verteidigung noch hinzufügen. Ja. Alles klar. Ja, aber wir kriegen das schon hin. Du bist hier in guter Gesellschaft, denke ich. Aber lasst uns vielleicht gleich mal einsteigen in unsere alltäglichen Schwatz-Salon. Es ist ja wieder einiges passiert in den letzten Wochen und ich muss mal gleich nach Chemnitz fragen, an unsere zwei Kollegen vom Radio Emergency, an den Alex und an Frankie. Hat man jetzt eure Böllersammlung gefunden, habe ich gehört? Ja, vielleicht meine. Nee, Quatsch. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt, weil ich fand das mal von meiner Seite erstmal ganz komische Geschichte. Also ich glaube, dass Frank kann mal mehr dazu sagen, weil natürlich die Information ist so weit gegangen, dass Frank hat mir ja auch erzählt, dass seine Kinder sogar das mal mitgekriegt haben. So, ich denke, Frank hat sich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ich leite rüber zu meinem Kollegen Frank, man, und mal sehen, was er dazu sagt. Ja, yeah, es war ein aufregendes Wochenende, also gerade der um den Samstag geht's ja und war große Aufregung in Chemnitz. Riesen Polizeieinsatz. Ich habe das schon vormittags mitbekommen, so zufällig so auf Facebook, auf so einer Chemnitz-Seite, hat jemand das gepostet, der da einfach aus seinem Fenster rausschaut und sagt, hey, was ist denn hier los und so. Und ja, und da hat es dann seinen Lauf genommen und dann im Laufe des Tages ist das Ding auch immer größer geworden, irgendwann im Mainstream aufgetaucht und ich glaube, Samstagabend kam es dann schon international im Fernsehen. Weißt du? Das ist einmal Chemnitz in Erwähnung, hier auch in den USA und so, in Nachrichten, was halt mit der Geschichte. Ja, auf jeden Fall war es eine riesen Aufregung in der Stadt und es ist halt so Chemnitz ist zwar eine Großstadt, aber doch irgendwie so Provinz und irgendwie auch nicht so im Blickfeld. Deswegen haben die Chemnitzer eigentlich gedacht, dass sowas wie ja, diese internationale Terrorismus und diese ganzen Geschichten, wenn da was in Deutschland passiert, dann wird es vielleicht irgendwo in Berlin passieren oder in Köln oder so in den Großstädten. Aber Chemnitz hat man eigentlich immer gedacht, das ist halt weit weg, aber das hat hier schon ganz schön eingeschlagen, dass solche Dinge halt, solche Netzwerke existieren, auch in einer Stadt wie Chemnitz. Tja, ein bisschen enttäuscht war ich über das Loch, was sie gegraben haben für den Sprengstoff. Naja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, also ich bin kein Sprengstoffexperte, ich weiß nicht, wie man sowas entsorgt.
Aber ich meine, es ist ja bei allen Ereignissen so, dass wir nie genau wissen, was ist passiert. Ist es komplett inszeniert? Ist es welches Narrativ stimmt? Stimmt das, was man uns in der Öffentlichkeit erzählt? Das wissen wir natürlich nie. Aber letzten Endes dürfen wir uns nicht täuschen. Die Terrorgefahr ist real, die ist echt. Bei 9/11 sind auch Leute gestorben, in Paris sind Leute gestorben. Diese Dinge passieren. Und es überrascht auch nicht, weil wir auch schon lange darüber auch gesprochen haben, über die Probleme, die halt entstehen, wenn man die Grenzen komplett aufreißt, wenn man keine Kontrollen mehr macht und wenn du Menschen massenweise aus einem Kriegsgebiet holst wie Syrien, ist es ja klar, dass da nicht unbedingt nur Kriegsopfer kommen oder Kriegsflüchtlinge, sondern dass da auch Leute kommen, die Täter sind, die Dreck am Stecken haben, die vielleicht sogar der Strafverfolgung in ihrem Heimatland entfliehen. Und dass sich jetzt da solche Netzwerke in Europa bilden, ist auch nichts Neues. Erschreckend ist es nur, dass es eben auch schon in der Provinz angekommen ist. Und die Frage bei Chemnitz ist halt, ist das ein Einzelfall? Oder wie viel ähnliche Netze gibt es in anderen Städten? Und krass ist in dem Zusammenhang auch, ich habe erst vor 2 Monaten war das erst, gab es auch Gerüchte in Chemnitz, wo es auch schon drum ging, um Sprengstofffund in einer Wohnung. Und das ist halt dann nicht rausgekommen. Also da stand halt dann in den lokalen Zeitungen, wurde schon drüber berichtet, weil es ein großer Einsatz war, aber auch Bombenräumkommando aus Dresden am Start. Aber da stand dann in den lokalen Zeitungen hier, da hätte man nur Pyrotechnik gefunden. Und Gerüchte gehen aber da schon eine ganze Weile, dass man da auch ganz andere Dinge gefunden hat und das halt nur nicht an die Öffentlichkeit geben will, damit die Leute halt ruhig bleiben. Und deswegen ist es jetzt schon als Chemnitzer zum zweiten Mal sozusagen. Beim ersten Mal ist es nur ein Gerücht, ich kann es nicht verifizieren, allerdings ein ernstzunehmendes Gerücht. Und jetzt diese Geschichte, also ja, es ist schon irgendwie traurig, wie weit es gekommen ist. Well, wenn ich mal kurz dazu was sagen kann. Ich meine, natürlich habe ich das mal mitgekriegt, dass in Chemnitz mal sowas mal passiert ist. Die erste, was die Leute mir gefragt haben, ist, dass die haben darauf geachtet und die sagten, oh, der Typ, der hat eine Project Sweatshirt an. So, alle haben mir gefragt, ob das mal irgendwas mit meiner ehemaligen Radiosendung zu tun hatte und so weiter. Und ich sagte, nein, das ist ich selber Name, aber der Schriftzug und sowas, das hatte mit der Radiosendung nichts zu tun. Aber dann kommt diese Geschichte dazu, dass die andere syrische Flüchtlinge haben diese Typ angeblich angepackt und festgebunden und die haben gesagt, dass die so laut Zeitung und Presse, dass die Deutschen haben uns freundlich aufgenommen und die haben uns mal einen Platz zu leben gegeben und so weiter. Und die wollten nicht, dass die Deutschen irgendwie wehgetan werden. Und deswegen haben die diese Typ mal irgendwie festgebunden und so weiter. Aber das Interessante dabei ist, dass die Fotos von dem Typ, das sie festgenommen haben, der Typ, der festgebunden ist, sieht komplett anders aus. Ja. Na, und dann, nee, sorry, Michael, ich wollte mal nur dazu sagen, ist das und dann mit diesem Loch, was die ausgegraben haben, also ich weiß es nicht. Als ich in Amerika noch in New York gewohnt habe, in die 70er Jahre, wenn da tatsächlich eine Bombe irgendwo oder vermutet worden ist, gab es mal eine Bomb Squad, wo die mal mit einer LKW reingefahren sind, wo diese Bombe dann natürlich eventuell in diese LKW reingesetzt worden ist. Und falls das Ding hochgegangen ist, waren die Menschen drumherum geschützt. Das war eine Spezial-LKW oder sowas. Und also, dass man mit einem Loch ausgraben, das habe ich noch nie gesehen, dass die sowas gemacht haben. Und das sind solche Dinge, dass ich mal wieder in Fragen stellen muss, weil dann irgendwie einen Tag später wurde mal eine Koffer in einem Parkplatz in der Nähe von Hauptbahnhof hier in Chemnitz gefunden. Und da, wo dieser Koffer angeblich dort gewesen war, ich meine, höchstens wäre ein paar Autos mal in die Luft gegangen, wenn das eine Bombe gewesen wäre. Aber das sehen wir jeden 1. Mai in Kreuzberg,
wenn die Linken durch die Stadt rennen und setzen Autos in Feuer. Und ich habe das Gefühl, dass das mal irgendwie ein bisschen initiiert ist, mal wieder die Stadt in Angst und das kann euch treffen und so weiter. Also ich weiß es nicht, das kommt mir alles mal sehr dubios vor. Ja, also wie gesagt, ich musste halt auch schmunzeln. Also, dass man sowas natürlich in so einem Loch sprengt, das ist mir klar, aber es hieß ja in den Medien vorher, es wurde halt so ganz gefährlicher Sprengstoff gefunden und so weiter, mehrere hundert Gramm, und das kann ja bei dem einen oder anderen Sorte, kann das ja echt heftige Detonationen verursachen. Aber als ich dann das Loch gesehen habe, ich gedacht, also jetzt verarschen sie mich, ist dann ein Polizeihund gestorben, habe ich erst gedacht, den sie da beerdigen wollen, und dann noch auch in dem Wohngebiet. Also ich meine, das würde ja bei richtigen Sprengstoff, guten Sprengstoff auch eine gewisse Erschütterung geben, sodass da auch, sag mal, bauliche Substanz in Gefahr gewesen ist. Also bleibt die Möglichkeit, dass er vielleicht doch gar nicht so viel Sprengkraft hatte, dieser Sprengstoff, wenn man halt so ein kleines Loch aushebt. Aber natürlich ist es für mich auch klar, dass natürlich das auch gleich genutzt wurde, um wieder Angst zu verbreiten, ja, und natürlich nach dem Thema, nach dem Motto, mehr Sicherheit, die Freiheit aufgeben für mehr Sicherheit. Also das ist natürlich auch klar. Wir haben das ja, also was du sagst, zum Beispiel mit dem Koffer und so weiter, ich kann mich erinnern, vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, hat an dem Port, wie heißt das, also so ein Hafen in Warnemünde ist das, da liegen die großen Dingsschiffe an, die großen Passagierschiffe sozusagen, so Queen Elizabeth und sowas alles, also diese großen Pötte, und dann ist da immer so ein bisschen Jubel, Trubel, Heiterkeit, da ist dann Fernsehen vor Ort und bla bla bla, wird ein bisschen Unterhaltung für die amorphe Klatschmasse gemacht. Unter anderem haben da Kollegen gespielt mit ihrer Band, und der Schlagzeuger dieser Band hatte auch seinen alten, noch so einen DDR-Koffer stehen gelassen. Da war hier so ein bisschen Equipment drin fürs Schlagzeug. Hat ihn einfach irgendwie vergessen, hat ihn stehen lassen. Ihr könnt nicht glauben, was da los war. Ja? Also man hat wirklich das im Radio sogar in den Nachrichten, Terroralarm dort am Hafen, Koffer aufgefunden, und dann kam Sprengkommando. Also gleich dieses volle Programm abgezogen, um die Leute auch wieder zu verängstigen. Früher wäre man da hingegangen, hier steht ein Koffer, guck mal rein, bub, ach, so hat der vergessen, ruf den mal an. Also es wird halt alles auch aufgebauscht. Ist denn in Wien davon auch was angekommen? Olli? Ja, also bei uns gab es Terrorwarnungen in Österreich. Das war so ungefähr vor, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vor ein paar Wochen. Und da ist aber nichts draus geworden. Wir hatten die Amokfahrt in Graz, die ist letztens gerichtlich abgehandelt worden. Und bezüglich der Sache von Chemnitz, da bin ich eher sehr bei Alex und bei dem, was du gesagt hast. Weil man muss das auch in den Kontext setzen, was ist dieses Jahr schon passiert? Was passiert in Deutschland normalerweise? Und welche Ereignisse hatten wir jetzt in direkter Abfolge? Also hier lässt sich schon ein Trend erkennen, der was eigentlich immer darauf hindeutet, dass diese Anschläge dann meistens auch eine Aussage haben, die was sich politisch optimal verwerten lässt. Wie zum Beispiel: Der Terrorismus ist da, wir brauchen die Überwachung, aber nicht alle Syrer sind schlecht. Also wir brauchen die Zuwanderung, aber wir brauchen halt mehr Sicherheit. Eben das, wo du darauf hingesprochen hast, ich glaube, da möchten wir uns hinsteuern leider. Tja. Deutschland soll einfach in die Notverordnung gesteuert werden. Ein Terroranschlag, Notverordnung, das ist das Endziel. Alles, was passiert, was in diese Richtung geht oder da, das quasi davor steht, oder das ist alles, mir ist ganz egal, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, das hat zur Folge das, Punkt. Aber ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich glaube, also ich sehe da schon, also ich sehe das schon ernster. Das ist eine ernste Bedrohung. Ich meine, wir haben doch im Laufe des letzten Jahres haben wir doch schon mehrere Nachrichten aufbekommen, von gewissen Sprengstofffunden, von Waffendepots, alles Dinge, die wir auch schon aus den 70ern übrigens kennen, so Strategie der Spannung, Gladio und diese Geschichten. Wir haben letztes Jahr Nachrichten bekommen hier aus, wo war das, irgendwo an der italienischen Grenze, wo ein ganzer Transporter voll mit Militärgerät gefunden, aufgehalten wurde, der einfach quer durch Europa fährt. Und das sind Einzelfälle und wir wissen aber nicht, wie viele da dahinter stehen. Und aus meiner Sicht ist es wirklich eine ganz ernste Situation, vor der wir stehen. Und in den einzelnen Fällen wissen wir natürlich nie, wie weit ist es inszeniert, wie weit wird es einfach gewährt. Aber ich denke, wir sollten uns klar darüber sein, es gibt hier Kräfte, die wollen massiv Europa destabilisieren, auch mit terroristischen oder gar schon militärischen Mitteln. Und ich sehe diese Gefahr wirklich als real an und so. Und
wir sollten da aufwachen. Ja, diese Gefahr ist real. Und ich meine, die ist auch in Frankreich real, weil wir können ja nicht bei allen Ereignissen immer sagen, da ist nichts passiert. Also die Dinge sind zum Teil natürlich anders, als sie in der Presse dargestellt werden. Aber ich meine, wir können ja nicht bezweifeln, dass zum Beispiel im Bataclan in Paris, dass da Leute gestorben sind, oder? Also bezweifeln kann man das niemals, dass bei solchen Ereignissen Leute sterben. Leider. Das beste Beispiel ist 9/11, dass hier tonnenweise eigene Leute zu Schaden kommen, wenn der Staat seine politischen Interessen durchsetzen möchte. Aber man kann ganz eindeutig verfolgen, dass hier von der USA ausgehend etwas auf uns zukommt, das was die Agenda der Entrechtung ist. Es ist sicher der falsche Ausdruck zu sagen, es ist sekundär, bestimmt kommen hier Leute zu Schaden. Und das möchte ich auch nie ausschließen, würde ich auch nie in einem meiner Videos sagen. Aber die Sachen, die ich untersucht habe, angefangen von Paris, Brüssel bis heute, die ganzen Sachen, was jetzt da diesen Sommer waren. Ich weiß nicht, ob ihr mein Summer of Chaos Video schon gesehen habt. Da fällt es mir eigentlich schwer zu glauben, dass sowas ohne Regierungsbeteiligung abgehen kann. Und auch jetzt, um auf Chemnitz zurückzukommen, da bin ich schon sehr beeilt. Man muss sich mal vorstellen, es ist wieder mal ein unbekannter Mieter. Also es ist kein Mieter des Hauses, das heißt keine Mietpartei des Hauses, die, was man jetzt interviewen könnte, könnte man fragen. Und der Typ ist ja durch Landsmänner überwältigt und jetzt aus dem Verkehr gezogen worden. Hier erkennen wir eine Parallele, die was zu den anderen Ereignissen eintritt. Wir haben es immer mit Tätern zu tun, die nachher für die Öffentlichkeit nicht vernehmbar sind. Wir müssen hier eigentlich von Leuten ausgehen, die Gold wert wären. Also normalerweise, so wie Geheimdienste vorgehen, gibt es nichts Besseres, wie so einen Typen Leben zu fangen. Und wir haben jetzt da schon auch Leute, die was mit Messer und so bewaffnet waren, die was man auch unbedingt erschießen hat müssen. Also mit einem Beinschuss oder Schulterschuss hätte dem SEK sicher aus Gefecht setzen können zumindest. Und ja, natürlich muss man zuerst sein eigenes Leben schützen. Bei mir ist immer die Gefahr, bei denen, was ich sage, dass die Leute glauben, ich möchte das herunterspielen. Aber so wie vorher auch schon von Michael angesprochen wurde, eben mehr Sicherheit und wir brauchen mehr Überwachung, das führt im Endeffekt dazu, dass wir alle dann den Schaden nehmen praktisch, wenn man die Dinge nicht so hinterfragt. Da versuche ich immer die vernünftige Opposition darzustellen, was oft halt schwierig ist natürlich, weil wenn man dann oft mit dem Vorwurf konfrontiert wird, dass man jetzt das Leid der Opfer herunterspielt. Für mich ist die Ursache die Frage. Also wo kommt's her und wie viel von dem Ganzen ist wirklich möglich, wenn da nicht gewisse Leute wegschauen oder gar mitspielen? Ja, zu der Ursache, das ist in Chemnitz auch eine interessante Sache so. Das beziehe ich jetzt erstmal nur aus den Mainstream-Medien und das ist natürlich dann immer unter Vorbehalt. Ja. Wir wissen ja nicht wirklich, was gelaufen ist, außer dass wir wissen, dass es diesen riesen Polizeieinsatz gab. Mehr wissen wir de facto nicht. Ja. Aber in den Medien standen durchaus interessante Dinge. So. Die Story ist ja, dass dass der Verfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz, diesen Hauptverdächtigen, und da müssen wir uns auch klar sein, in den Medien gibt es immer nur eine Figur, das ist halt das Branding hier, der war's, aber wir reden hier von Netzen, wir reden hier von mehreren Leuten so. Aber egal, also es wird gesagt, der Verfassungsschutz hat den schon im Visier gehabt und hat dann ist dann zum Schluss gekommen, es wird es wirklich akut, also der Mann startet jetzt sein Projekt da. Und dann sagt der Verfassungsschutz, kontaktiert dann die Bundesstaatsanwaltschaft in Berlin und das BKA, Bundeskriminalamt. Und diese beiden Behörden sagen einfach, ach nö, da brauchen wir nicht handeln. Das ist an sich schon krass, ja. Aber ich meine, das ist deren Job, ja, wenn es hier um eine Bedrohungslage aller Terror geht. Daraufhin geht dann das Verfassungsschutz zum Landeskriminalamt Sachsen und sagt dort, ey Leute, da in Chemnitz, da ist dieser Typ. Und der ist unserer Erkenntnis nach relativ nah am Basteln. Und das sächsische Landeskriminalamt, die bereiten dann über Nacht diesen Einsatz vor und der startet noch in derselben Nacht. Das ist also dann auch sehr hektisch vor sich gegangen und gab es ja dann auch alle möglichen Pannen, weil der Typ ist ja dann auch entkommen. Aber die krasse Geschichte ist doch, dass diese Bundesbehörden, LKA und Bundesanwaltschaft, dass die das einfach nicht da die Verantwortung dafür übernehmen, also für so einen Einsatz, und dass sie sozusagen das in der Provinz lassen und das ist eben dieser Verdacht des Zulassens. Das ist genau das Gleiche wie, wir hatten erst letzte Woche hier drüber gesprochen, über diese Benno-Ohnesorg-Geschichte, wie diese in den 70er waren, wie man den RAF-Terror auch zugelassen hat,
Das heißt nicht zwangsläufig, dass jeder, der bei der RAF war, ein Agent war. Aber man hat es zugelassen so. Man wusste genau, was die vorhaben und man lässt es geschehen. Und das ist Strategie der Spannung. Und das sehe ich hier in diesem Chemnitz-Fall, halte ich das schon für sehr wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube schon, dass das ernst war. Ja. Well, das sind zwei Dinge, die mal heute, die ich mal gerne erwähnen möchte. Erstens hieß das jetzt, seit heute Morgen, habe ich gesehen nebenbei in N24, weil die haben darüber gesprochen, dass angeblich diese Sprengsätze, was er zusammenbasteln wollte, sollten für das Berliner Flughafen sein. Okay, ja, wenn ich frage mich, warum muss der von Chemnitz nach Berlin fahren, wenn in Berlin die Möglichkeit steht da, dass die da selber dort war, selber hinbringen. Also so, das erstmal macht mal keinen Sinn. Nummer zwei ist, dass wenn ich diese ganze Geschehen anschaue, ich brauche mal nur zurückzugehen zu das, was Dr. Caldwell letztens gepostet hat, diese Situation in Frankreich, wo diese unterirdische Passagen, da gibt's mal Leute, die warten, diese unterirdische Passagen in Frankreich und in Paris um die Stadt. Und während diese Leute dort arbeiten, die sehen drei Jungs in so irgendwelcher Weise Schutzanzüge, die steigen in eine Weise Bus ein und fahren weg. Und die denken so, okay, was machen die dort? Das ist nicht irgendwelche Leute von der Wartungsmannschaft oder so weiter. Wir gehen und wir schauen mal. Und plötzlich finden die mal eine Horde von ISIS-Fahnen und Kalaschnikows und alles drum und dran. Und man meldet das bei der Polizei, Lokalpolizei und alles drum und dran und keiner weiß davon. Und das geht bis zum Militär hin und ein General, denn sagt veröffentlicht, dass ja, das war alles mal für eine Übung geplant. Und dann, das ist denn schon wieder eine Übung geplant. Na ja, okay, und die Leute stellen sich Fragen. Und wenn eine Übung so geplant wird, wurde nicht mindestens zum Beispiel die lokale Polizei darüber informiert, dass eine Übung stattfinden wird? Oder eventuell, dass die Leute, die in der Gegend wohnen, dass nicht alle in Panik geraten oder so weiter? Und man sieht dieses selbe Spiel und das spiegelt sich alles überall. Und deswegen muss ich mal sagen, ist das, ich bin der Meinung, weil witzigerweise, guck mal, wir kriegen immer mehr Wachung und unsere Freiheit wird mal immer eingeschränkter und komischerweise sind irgendwie immer mehr Bedrohungen und Terroristen da und ich frage mich so, what the fuck is this? Naja, aber darüber sprechen wir doch ganz oft. Ja. Natürlich, wenn du auf die hintergehenden Strukturen schaust von Terrorismus und hier Trolls of Vienna, du hast ja auch hier ein schönes Video auch dazu gemacht vor ein paar Monaten, psychologische Kriegsführung, False Flag. Natürlich, darüber sprechen wir so oft, was da dahinter steckt. Aber wir sollten da dann nicht die Augen davor schließen, dass diese Dinge, dass die Gefahr real ist. Das ist das Problem. Ich meine, es ist bewusst geschehen gelassen, so dass man in Europa den militanten Leuten ein Rückzugsgebiet gibt. Nicht nur ein Rückzugsgebiet, sondern vielleicht sogar eine neue Front aufmacht. Ich meine, wir wissen von all diesen Dingen. Das wird bewusst gemacht. Das wird zugelassen. Natürlich, um dann eine Agenda durchzusetzen, die dann auf noch mehr Überwachung und sowas setzt. Aber wir können doch nicht sagen, ja, bloß weil wir erkennen, dass das dass da dahinter andere Kräfte so diesen Terror manipulieren, können wir nicht so tun, als ob es den Terror nicht gäbe. Natürlich gibt es den. Und das ist genau das Gleiche, wie es in den 70er waren mit dem Terror von links. Diese Leute, die gab es auch. Es gab Leute, die waren überzeugt davon, militanten Kampf zu machen. Das Ding ist, man hat die gewähren lassen, um dadurch dann natürlich seine eigene Aufrüstung zu tätigen. Da haben wir letztens erst ganz lange drüber gesprochen. Und das ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, viele Leute ziehen einen falschen Schluss drauf, wenn man erkennt, ah ja, Terrorismus und so, da ist vieles nicht so, wie es uns in der Mainstream-Presse gezeigt wird, dass man daraus dann den Schluss zieht, das gibt's alles nicht. Das gibt's ja wohl. Also wir sehen das doch jetzt schon seit Jahren. Wir haben doch gesehen, wie in Libyen diese wahhabitischen Dschihadis agieren. Wir haben gesehen, wie sie in Syrien agieren. Und jetzt haben wir einen Haufen von diesen Leuten in Europa. Und da brauchen wir uns doch nicht wundern, wenn diese Leute aktiv werden. Ne? Die Frage ist, mit welchen Motivs die wirklich aktiv werden. Also meines Erachtens jetzt noch, weil
meines Erachtens, das, was jetzt im Nahen Osten passiert oder in Libyen meinetwegen, das sind militärische Aktionen und das ist echter Terrorismus. Wenn man sich die Städte anschaut, wenn man sich anschaut, was dort passiert ist, oder in Syrien, es war auch ein wunderschönes Land, dann sieht man dort, welchen Ausmaß Terrorismus wirklich hat. Und wenn man davon ausgeht, also über eine IS braucht man, glaube ich, nicht groß reden, dass das eigentlich alles von uns gefördert ist, dann versucht man jetzt medial ein gewisses Gleichgewicht zu erzielen. Und ich denke mal, dass der Terrorismus in der westlichen Welt nicht so stattfinden würde, wenn unsere Obrigkeiten da nicht ein massives Interesse dran pflegen würden. Und auch wenn da jetzt da wirklich Menschen zu Schaden kommen, so ist das für die Leute, die was jetzt zum Beispiel befehlen, wir greifen in Syrien an, eigentlich nur eine Sekundärentscheidung, wo es um ein-, zweistellige Zahlen von Personen geht, im Vergleich zu diesen Entscheidungen, die diese Leute normal treffen. Also man muss sich schon vor Augen führen, welche Entscheidungen unsere Obrigkeiten übers Jahr treffen. Und dann sind wir die eigentlich für einen Mord eher verdächtig, wie alle anderen vor allem. Es geht ja auch um die Durchsetzungskraft. Und man kann ja eigentlich mitverfolgen, dass diese Forderungen, so Waffenverbot und alles Mögliche, sich von der USA Richtung Westen ziehen und die Ereignisse fast parallel dazu auftreten. Es ist fürchterlich, wenn der Staat die eigenen Bürger opfert, um politische Durchsetzungskraft zu erzielen und dann solche Sachen durchzusetzen, wo im Ausland noch ein Vielfaches mehr an dieser Leute sterben. Und so wie Frank jetzt gesagt hat, das darf man überhaupt nicht herunterspielen, dass so Leute zu Schaden kommen. Aber ich denke mal, das Ganze wird kein Ende nehmen, bevor wir nicht so massiv zu graben anfangen, dass wir sagen, wir machen das einmal aus, wo das herkommt und welche Aspekte sind notwendig, dass das stattfinden kann, was will man damit erzielen und vor allem, was passiert im Nachfeld immer. Also es lässt sich meistens ein oder zwei Wochen nach einem Anschlag sehr, sehr gut bewerten, was damit jetzt da erzielt werden hätte sollen, beziehungsweise in welche Richtung man hinsteuert. Und die Dinger so überhaupt ab der Hälfte dieses Jahres jetzt, gegen Herbst hin, die passen schon sehr gut zusammen leider. Und da fällt es mir schon schwer zu glauben, halt nicht von organisierten Terror zu sprechen, weil man muss das schon in Realität setzen, was ist bei uns 2013 passiert, was ist 2010 passiert oder wie war das vor kurzem noch, warum passiert das Ganze jetzt und wie passt das Ganze zu den Forderungen, die man sonst politisch stellt. Und wenn ich dann so höre, Bodycams, Drohnen, Kameras dort, Überwachung da, dann... Hast du es gehört in Wien, dass sie an den Ampeln, Fußgängerübergängen jetzt Kameras anbringen, die mit der Software checken, ob Fußgänger sind, damit die Schaltsequenzen effektiver werden? Ja, sowas, das passt ja gut dazu. Oder Thomas, de Maizière, wie er auftritt mit seiner Gesichtserkennung und sowas. Also ja, hier lässt sich eine ganz klare Richtung erkennen. Und ich sage immer, man muss sehen, wer profitiert davon, ne? Ja, und das ist witzig, weil ihr jetzt gerade erzählt, so eine Freundin von mir, die ist jetzt vorgestern oder so erst aus Thailand zurückgekommen und die hatte in Wien am Flughafen 40 Minuten Aufenthalt. Und also nur Transit sozusagen, noch nicht mal den Transitbereich verlassen. Und ist dort aber auch komplett gefilzt worden, also alles, so Komplettkontrolle. Und da frage ich mich halt auch, weißt du, ich meine, von diesem Hauptverdächtigen hier aus Chemnitz, da heißt es jetzt, der war vor kurzem erst in der Türkei, weißt du, ich meine, der fährt rum, wie er will. Und dort sind die Grenzen offen, aber in Wien am Flughafen, da wirst du im Transitbereich, wirst du dort gefilzt. Ich meine, das ist diese Widersprüchlichkeit. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten irgendwann einmal aufhören, uns rechtfertigen zu müssen für die ganzen Dinge, sondern einfach nur das sagen, was da passiert. Wir steuern im Moment auf einen Krieg zu. Wenn man schaut, dass Putin seinen Besuch in Frankreich abgesagt hat heute, wie die Truppen verschieben, wer sich gerade mit wem trifft, Stichwort Philippinen, Syrien. Und dieser Terror ist nur gemacht. Es ist ganz egal, ob die inszeniert sind oder nicht. Ich finde, dass sich viele Leute immer darauf aufhängen, wer das jetzt da war oder welche Richtung. Fakt ist, Aktion, Reaktion. Und sie wollen einfach versuchen, Europa zu destabilisieren, dass das Volk abgelenkt ist, in der Angst ist. Dann kommen Gesetze im Hintergrund raus und dann kommen die Befreier, beziehungsweise dann nützen sie diese Gesetze, die sie jetzt machen anhand dieses Terrors, um ihnen leichtere Handhabe zu gewährleisten für den Kriegszustand mit dem Osten.
Also, was reden wir da noch drum herum? Wo gibt es Leute, nenn mir einen, der soll sich bitte da in die Sendung reinkommen, der dem nicht zustimmen kann. Und wenn, dann ist er blind oder leidet an Realitätsverlust, beziehungsweise hat so Schiss in der Hose, dass er es nicht wahrhaben will. Aber das ist halt der Punkt, wir müssen da hinschauen und wir müssen, das hat auch der Oliver vorher gemeint, du musst dann irgendwann in Selbstverantwortung gehen. Die Passivität ist zu Ende und wenn du mich fragst, wer schuld ist oder Amerika oder nicht, im Endeffekt sind es wir alle, weil alle nur da mitlesen und mitschauen und hören, was gibt es in der neuesten NASA-Sendung Nummer 7. Jeder verdammte Scheiße sollte ein Video machen oder sollte das einmal herumreden. Wie viele Leute haben die Leute angesprochen heute und darauf hingewiesen? Das fangen die Leute halt an. Da kann ich den Tom nur unterstützen. Jeder, der glaubt, wir machen hier Entertainment, es ist zu spät. Also es muss die Stimme immer lauter werden und es ist fast besser, man liegt falsch, aber man sagt, was man sich denkt und spricht mit anderen Leuten, die auch aktiv darüber denken und tauscht eben Meinungen aus. Auf jeden Fall ist die offizielle Version gelogen und darauf können wir uns alle einigen. Aber sehr gut eingeworfen. Und wir gehen jetzt in eine andere Phase, Stichwort Weihnachtsmärkte, ja, das kommt jetzt auch wieder auf uns zu. Ja. Also ich muss mal sagen, ist das genau das, was Oliver gesagt hat, genau das, was Tom gerade gesagt hat. Ich habe mal jetzt gerade frisch von der Presse, von Awareness Act aus den USA. Die Pentagon hat endlich mal geäußert, dass die dritte Weltkrieg steht um die Ecke. Und es wird schnell und tödlich sein. Und es steht hier, ist das ist offensichtlich, dass diese Zivilkrieg in Syrien ist ein Proxykrieg zwischen USA und Russland. Und jetzt China hat mittlerweile Positionierung genommen und testet mal Nuklearwaffen. Und die üben Militärübungen an Gewässern mit Russland zusammen. Und man spricht darüber, ist, dass die Nerven stehen blank auf höchstem Niveau seit dieser Konfrontation in Berlin, als die Berlin-Mauer hochging. Es ist sogar noch viel schlimmer. Es ist, schau, wenn ein hochrangiger Militär, der Chief of Staff, ihr habt das ja auch mit dem Kulturstudio auf Deutsch übersetzt und synchronisiert, ich habe es ja auch probiert zum Rausbringen, soweit es geht. Wenn der General sich hinstellt, das ist nicht so ein, ich erzähle das Leuten und die denken so ein, ja, Call of Duty oder irgendein Film, ein General, der mit Keksen dasteht. Das ist der höchste Chief of Staff, Obergeneral-Fuzzi, den es dort gibt. Und wenn der sagt, sie werden Russland, China und Nordkorea den Boden gleich machen und zerstören und droht ihnen mit einer Geste, die einfach nur, wow, wo man sich denkt, wie viel Hass hat der Typ in sich. Und man die Rhetorik hat, es ist, die Frage ist, was machen wir jetzt? Weil das Ganze geht in Tagen. Die haben schon die ganzen Panzer in Osten verschoben. Deutschland ist schon die Speerspitze im Baltikum. Die Bomber sind schon geliefert worden durch Österreich, durch und überall. Das ist... Wir müssen da irgendwie anfangen, nicht mehr zu tun, aber dass wir machen es ja eh schon für uns, aber die Mitleser halt in ihren Rahmenbereich da was tun, weil auf was warten wir eigentlich noch? Ab wann ist für uns der Zeitpunkt? Für jeden Einzelnen kann sich jede Frage stellen, wann man jetzt aktiv wird oder was tut, in welchen auch immer. Steht da die Headline in der Bild-Zeitung, der Krieg hat begonnen oder Deutschland wurde mit Atomwaffen angegriffen oder wann ist der Zeitpunkt? Wie lange warten wir noch? Da ein Anschlag und da ein Anschlag? Ich sag schon. Ich kann es dir sagen, wann das erste Mal was passiert wird, wenn die Bundesliga ausfällt, ja, oder das Fernsehen. Ja. Das ist das Traurige. Das ist das Traurige, es ist kein Witz. Also ich habe letztens im näheren Bekanntenkreis auch ein Gespräch gehabt und so weiter, und da wurde mir wieder gesagt, wir brauchen keine Grundsatzdiskussion führen, das ist hier ein Rechtsstaat. Ja. Also ich kann das in gewisser Weise ja immer noch nachvollziehen, ja, aber es fällt mir wirklich schwer, weil es passiert gerade so viel, aber wahrscheinlich auch, weil so viel passiert, wollen die Leute diese Informationen erst recht nicht hören, ja, also sprich auch das, was du offiziell von offizieller Seite über Mainstream mitbekommst, da hört man dann lieber nicht hin, also man meidet dann auch die Nachrichten oder so und vergräbt sich halt noch mehr in seinen kleinen Mikrokosmos, weißt du, weil das ist einfach etwas, was
was in die Realität nicht passt. Also wer kann sich dann außer vielleicht uns oder die Leute, die auch zuhören, die sich mit diesen Themen etwas beschäftigen, überhaupt vorstellen, dass es nochmal zu einem richtig großen Krieg kommt? Ja, also das will und kann sich keiner vorstellen. Wir haben natürlich andere Hintergrundinformationen aufgrund auch der Recherchen und des jahrelangen Beschäftigen mit gewissen Themen, dass wir die Agenten auch offen gezeigt haben, mit wie viele andere ja auch Gäste eingeladen haben, Interviews geführt haben, um dort gewisse Punkte aufzuzeigen, dass das ja auch alles letztendlich gar nicht so geheim ist. Also man kann ja gewisse Bücher lesen, da steht ja alles drin, wie sie sich ihre Welt ausmalen und wie sie zu diesem Ziel kommen wollen. Ja, und das wird jetzt Stück für Stück umgesetzt. Aber wie gesagt, ich habe da leider arge Bedenken, dass es frühestens damit losgeht, wenn die Bundesliga ausfällt oder das Bier alle ist, beziehungsweise das TV ausfällt, dass dann irgendwie eine Panik losbricht. Ja, richtig. Deswegen habe ich das auch, finde ich das auch mit Chemnitz halt so krass. Ich meine, was soll denn noch passieren so? Ich meine, die Leute gehen einfach zur Tagesordnung über, naja, ist ja nichts passiert. So. Die meinen, glauben ja, unsere Polizei hat das noch im Griff, die träumen da noch völlig. Ja. Und andere sagen, naja, das ist nur gehoaxt und inszeniert. Hey, wir haben es erst in München gesehen, was hier im Sommer, was eine relativ kleine Sache, wenn es vielleicht war es nur ein Einzeltäter, wissen wir auch nicht genau letzten Endes, wie das gelaufen ist. Aber wir haben gesehen, was in München da für ein Chaos war an diesem Tag. Das ganze öffentliche Leben ausgeschalten. Hey Leute, was passiert denn, wenn in mehreren Großstädten, in allen Großstädten in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, wenn dort militärische Einheiten, es reicht, wenn das 10 Mann sind pro Stadt, wenn die Stress machen, was ist denn dann los? Da kommt keine Kavallerie mehr nach Chemnitz, weißt du, da kommt dann kein SEK mehr. Die Leute sind dann auf sich selbst überlassen und ich finde das einfach so krass. Manchmal kommt man sich heutzutage vor wie so Kassandra, weißt du, sein trojanischer Krieg. Und da haben auch alle Leute, waren nur genervt. Ja, Kassandra, die Spaßbremse, weißt du, so. Und stören nicht, wir machen gerade so schön Geschäfte und alles läuft gut. Aber ey, die Bedrohungslage ist gerade enorm. Und jetzt reden wir nur erstmal von dieser Terrorismusbedrohung in Europa. Und jetzt verbinden wir das noch mit dem, was hier die beiden Kollegen aus Wien gesagt haben, halt auch mit der Bedrohung, die wir jetzt international haben, am kriegsmäßig. Hey, die Anzeige ist sind knallrot und wir können nicht einfach so zur Tagesordnung zurückkommen. Ne? Ich glaube, der Michael hat aber auch recht, wenn er sagt, das können sich die meisten nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, wir auch nicht. Weil wenn man davon ausgeht, wenn der China schreibt, sie haben jetzt ein neues Quantenradar, damit die Stealth-Bomber und Tankkappenfunktion aufhebeln können von den Amerikanern und dass die Russen sagen, sie wollen bis 2020, glaube ich es, ein Drittel ihres Militärs auf Roboter umrüsten. So, könnt ihr euch überhaupt, wir können es uns alle nicht vorstellen, was sie wirklich jetzt für Technologien haben, weil die werden sie gegeneinander einsetzen. Und die Dinge, die sie allein ins All geschossen haben, und da rede ich jetzt nicht Chemtrails oder sowas, sondern die richtig dicken Satelliten und ups, zufällig, die ganzen China-Missionen, die fliegen wir alle runter und die russischen. Ne? Also das wird Space-Krieg par excellence werden, das können wir uns nicht vorstellen. Wir werden, oder auch wir, ich verspreche es euch, wenn das wirklich abgeht, auch wir werden so geflasht sein, dass wir nicht mehr wissen, was jetzt passiert. Nur das Wichtige ist halt, weil die Leute immer sagen, ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass die Leute nicht wissen, was die Alternative ist, was sie tun sollen. Und wenn man das einmal wirklich, die Leute sollten sich einmal hinsetzen und wirklich eine Uhr nehmen und 30 Minuten mal auf einen Zettel schreiben, was in ihrem Tätigkeitsbereich liegt. Man soll keinen kopieren, aber wenn ich jetzt Taxifahrer bin, dann werde ich versuchen, das Gespräch mit meinen Gästen so in diese Richtung zu lenken oder jedem so einen kleinen Samen mitzugeben. Und das ist egal, in welchem Bereich, oder helfe ich mal dem oder dem oder dem. Ich weiß nicht, alle rennen wie kleine Kinder herum. Was soll ich tun, Papa? Was soll ich tun? Es kann dir niemand sagen, was du tun sollst. Es muss jeder für sich. Die einen machen Videos, die anderen schreiben Blogs, die anderen machen Radio Emergency oder Kulturstudio oder wie auch immer. Aber es muss doch jeder für sich entscheiden. Die Leute sind immer so, ja sag mir, wir sollen euch sagen, was ihr tun sollt. Nicht bös gemeint jetzt, aber ein bisschen Eigenverantwortung. Sorry. Na, es kam gerade noch eine interessante Frage im Chat, die ich vielleicht auch mal weiterreichen möchte. Und zwar fragte Alex Kass, was denn wir machen würden in einem Kriegsfall? Also wie würden wir persönlich reagieren? Was würden wir persönlich machen? Wollen wir darüber sprechen? Was wir machen oder was die anderen machen? Was wir machen würden persönlich. Also was würden wir bei einem Kriegsausbruch zum Beispiel machen? Na, lass durchgehen, du fang an. Was würdest du machen, Michi? Was würde ich machen? Oh Gott.
Ja, ist die Frage, ne? Also da gibt es natürlich mehrere Pläne, die ich auch schon sicherlich im Kopf durchgegangen bin. Es kommt ja erstmal darauf an, wo das Ganze stattfindet. Ja, also ist es jetzt in meiner unmittelbaren Nähe, ist es etwas weiter weg? Also wie weit ist jetzt erstmal die objektive Gefahr? Also welche Möglichkeiten bleiben mir dann auch noch übrig? Ja? Also das müsste ich ja dann auch erstmal sondieren. Also bleibt einem zum Beispiel noch die Möglichkeit, noch ins Ausland zu fliehen oder sowas, ja? Also Polen wäre da machbar, vielleicht eine schlechte Richtung, beziehungsweise Dänemark oder sowas, Schweden ist ja von hier aus zu erreichen, ja, oder ja, je nachdem, was da möglich wäre. Ja, was würde man machen? Würdest du probieren zum Abhauen? Sorry, dass ich das unterbreche. Was dann? Also ich erwarte, würdest du quasi das Land verlassen dann, oder wie? Ja, es kommt auf die Situation an. Ich meine, wenn das natürlich sehr übel hier losgeht, um dann Familie und so weiter in Sicherheit zu bringen, müsste man das natürlich auch mit einschließen. Ja, also ich sag mal, ich habe keine militärische Ausbildung, ich kann mit einer Waffe an der Hand nicht kämpfen und würde das auch nicht. Nur im Notfall, ja, halt, also um wirklich Leib und Leben zu verteidigen. Aber wir wissen ja, dass das ja nun ein kleines Spektrum ist von dem, was da passieren kann, dass da andere Technologie eingesetzt wird und zur Not dann auch vielleicht Atombomben fallen, so es die dann gibt. Ja. Da ist Deutschland ja auch Ziel Nummer eins, das wissen wir ja auch. Also wie gesagt, also ich bin in gewisser Weise darauf vorbereitet, ja, also in vielerlei Hinsicht vorbereitet, aber man müsste natürlich für mich also die aktuelle Situation dann sondieren, welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch zu handeln und was wäre dann in der Situation das entsprechend Richtige, ja, also das, wenn es jetzt halt nicht im unmittelbaren Nähe ist, würde ich jetzt nicht unbedingt gleich fliehen, ja, aber wie gesagt. Ja, ich glaube, ich stelle mir schon vor, wenn es da losgeht, dass wir alle online gehen und einmal Skype und gleich streamen. Also das erwarte ich schon von euch. Das wäre die Sendung unseres Lebens dann. Also die möchte ich schon online dann verbringen. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch den Atompilz. Aber hier muss man realistischerweise einwerfen, dass bevor ein größeres Elend eintritt, normalerweise die Kommunikation das erste ist, was zusammenbricht. Ja, also das glaube ich auch, dass sie weil die Amis, das weiß ich, die Amerikaner haben vor 6 Jahren, haben sie die ganzen DNS-Server und so weiter, steht alles bei den Amis, die werden das einfach alles abdrehen. Aber solange es technisch noch geht, sollten gerade wir dann versuchen zu streamen oder live drauf zu gehen, solange es noch geht. Aber es wird sicher eins der ersten sein, das weggeht. Und ich finde diese Frage des Zusehers, führt eigentlich sehr zu Toms These, dass wir jetzt schon aktiv werden müssen. Also ich sage mal, wenn es zappenduster wird, Krieg, Kommunikation weg, dann haben wir sowieso schon verloren, wenn wir uns jetzt nicht genügend vorbereiten. Und zwar vorbereiten in dem Sinne, dass man auch Vorkehrungen trifft, dass man mit vernünftigen Menschen auch ohne Internet jetzt schon in Kontakt steht, bevor eben etwas passiert. Und eben, dass nichts passiert, jetzt schon entgegenwirkt. Deswegen müssen wir auch darauf hinarbeiten, wo das Ganze eigentlich herkommt, was können wir jetzt noch tun, damit es eben nicht so weit kommt. Aber die Fragestellung ist eigentlich ziemlich fatal. Also, so wie der Michael schon beschrieben hat, gibt es Situationen, wo man nichts anderes mehr tun kann, außer sich selbst in Sicherheit zu bringen. Also die Frage liegt in der Gegenwart. Also was machen wir jetzt? Ne? Die 7. NASA-Sendung, Gott sei Dank. Ja. Boris, dich haben wir heute noch gar also nicht gehört. Ich finde es cool, was du gesagt hast. Und das war auch mein Gedanke. Ich glaube, also das allererste, was ich machen würde, ist mich mit Leuten wie euch vernetzen so und schauen, dass ich mich selber informiere und gleichzeitig die Informationen weiterreiche online, so, solange es irgendwie geht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aber in der Tat, das ist jetzt unsere Aufgabe und wir wissen gar nicht mehr, wie lange wir noch ein freies Internet haben. Aber solange wir es haben, ist es unsere Aufgabe, uns möglichst viel zu informieren und Informationen weiterzugeben. Dass im Falle eines Falles wir zumindest mal mental schon mal darauf vorbereitet sind. Das heißt nicht, dass man alles verhindern kann. Andererseits ist es auch kein Grund, schwarz zu sehen. Noch ist es nicht so weit. Noch sitzen wir zusammen und können frei reden, so einigermaßen frei. Also, bitte noch was anderes. Das wissen wir nicht, aber wichtig ist, dass man sich halt mental darauf vorbereitet. Weil, schau, wir sprechen ja so oft davon, von Menschwerdung und Verantwortung übernehmen. Aber das ist doch genau Verantwortung übernehmen. Das ist das Ding, weißt du, wie kann das sein, dass in der Stadt, wo ich lebe, Chemnitz, dass ich zweimal innerhalb von 2 Monaten mitbekomme, wie
wie Bomben gebaut werden, ja, und dort nicht von Einzeltätern die Rede, sondern dass wir hier Netzwerke haben in unserer verdammten Stadt. Weißt du, da kann ich nicht einfach cool bleiben und sagen, naja gut, ist halt so, sondern ey, das ist unsere Stadt, das ist unsere Verantwortung, das ist unser Land. Wir haben auch unser Planet. Wir haben auch die Verantwortung dafür, das unseren Kindern weiterzureichen. Und ich will jetzt auch nicht zu Aktionismus aufrufen oder so, aber es geht eben darum, aufzuwachen, sich das klarzumachen und nicht einfach wegschauen, weil man diese düstere Bedrohung halt nicht sehen will. Olli, du wolltest noch was anmerken? Ja, hier wollte ich unbedingt noch anmerken, dass wir halt jetzt im Vorfeld noch den größten Raumgewinn erzielen können. Es geht ganz klar darum, dass man schon weiß, in dieser Situation, wer macht was, wer ist dabei und wie kann ich wem kontaktieren. Also ich habe zum Beispiel günstige Walkie-Talkies gekauft, um mit meiner Familie verbunden zu sein, die was zwei Blocks weiter wohnt. Oder meinen Eltern zum Beispiel so Abwehrsprays gekauft oder so Wasserkanister für daheim. Man kann unter 150 Euro, da werde ich noch einen Blog darüber schreiben, schon Vorkehrungen treffen, dass man am Anfang nicht ganz alleine dasteht. Es ist mal anzunehmen, dass nicht gleich mit einem großen Krieg losgeht, sondern wenn man sich die Finanznachrichten jetzt momentan reinzieht, dann wird es wahrscheinlich wohl mit einer Geldkrise losgehen. Ne? Ja, die Deutsche Bank, wenn sie abschießen. Ja, also es tummeln sich bereits die ersten Basarbesucher, kann man sagen. Die Scheiks kommen und man weiß jetzt nicht, ob das kurzfristig nur ein Ding ist, um die Charter hochzureißen. Aber wenn man dann sieht, dass gestern der Gold-Silber-Standard auch noch eingebrochen ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es nicht gleich mit Krieg und Bomben und hoher Technologie losgeht, obwohl das wirklich ein beängstigender Aspekt ist, sondern die Vorzeichen werden sich so abzeichnen, dass man wahrscheinlich wohl wirtschaftlich zuerst die ersten Anzeichen merken wird. Ne? Ja, ich glaube, der Prozess ist schon eingeleitet mit der Deutschen Bank. Für mich ist die Deutsche Bank das Schlüsselgeldinstitut. Und wenn sie das abschießen, schreiben sie auch immer mehr. Und das ist der Trigger. Das ist von Amerika der Trigger. Sie klagen wegen dem Libor-Skandal, wo sie selbst drin waren, verdammte Kacke, die sie selbst manipuliert haben, klagt jetzt das Land zig Milliarden der Deutschen Bank, dass die, sag ich mal, strauchelt und der Rest durch die Medienberichterstattung wird dann sowieso reichen, dass die Leute, Investoren das Geld rausziehen und dann geht's klack, klack, klack und die nächsten Banken crashen. Und dann kommt halt diese Einheitsbank oder Bankenaufsicht, wie du es nennst. Meines Erachtens wird so etwas vorher eintreten, bevor jetzt der große Krieg ausbricht, weil man zielt ja darauf an, dass die Kulturen bereits jetzt schon verfeindet sind. Also man denkt, der nimmt mir das weg und der ist schuld daran. Es wird eigentlich alles auf kleinster Ebene betrachtet. Also ein Großteil der Deutschen und Österreicher sehen die Flüchtlinge als direktes Problem und die Flüchtlinge, die was teilweise wirklich mit großen Versprechungen hergelockt wurden oder jetzt aus Ländern kommen, wo tatsächlich Krieg herrscht oder einfach auch politische Situationen, die zur Flucht zwingen, die lassen dann auch großteils vielleicht den Unmut an der Bevölkerung aus. Und das ist von den Obrigkeiten genauso gewollt nach meiner These. Und jetzt fehlt es eigentlich nur noch, dass vielleicht mal der Supermarkt leer ist oder vielleicht kein Geld mehr aus dem Bankomat kommt und dann geht schon wahrscheinlich die große Kloppelei los. Ne? Also es wird wahrscheinlich über wirtschaftlichen Wege eingeleitet, weil wir sind halt alle ziemlich angewiesen auf dieses System und das hat das System auch bewusst so gemacht, indem man uns in die Großstädte zusammentreibt mit Krieg und Massenbewegungen. Früher, wenn jetzt jemand einen Schneider und einen Bauern gekannt hat, der hat jetzt zum Beispiel leben können und war komplett unabhängig vom Staat und der war auf Geld nicht wirklich angewiesen. Aber wenn heute keine Euros mehr aus den Bankomaten kommen, dann bricht hier das Chaos aus, dann haben wir Mad Max reloaded, ne? Das Ding ist, wir kennen doch alle so die Agenda, das kennen wir doch alle hier. Order up Chaos, ja. Aus dem Chaos soll die Ordnung neu entstehen und zwar dann eben diese neue Weltordnung. Das ist so die große Agenda, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und ich meine, dieses Chaos wird natürlich auf ganz vielen Ebenen dann versucht gleichzeitig herzustellen. Da haben wir das Wirtschaftliche, wir haben die sozialen Probleme, wir haben Terrorismus, wir haben Krieg. Wer weiß, vielleicht müsste man in den Mix auch noch reingeben mit Wettermanipulationen, Erdbeben, Hurricane, was weiß ich. Es wird versucht, in allen Ebenen, auf allen Leveln Chaos zu veranstalten, um dadurch diese Transformation, wie sie es vorhaben, halt durchzuführen. Ne? Das wird auf allen Ebenen, wird man versuchen, das gleichzeitig zu haben. Ne?
Also ich habe es ja schon mal vorgelesen gehabt, eine Nachricht, ich kann das ja nochmal kurz zusammenfassen, also dass halt jemand wirklich mit einem sehr bekannten Mann auch von einem großen Geldinstitut gesprochen hat und der hat gesagt, das ist also völlig klar, dass es spätestens in den nächsten 10 Jahren kein Bargeld mehr geben wird, also die Banken sind schon völlig in der Umstrukturierung. Dass es praktisch nur noch, man überlegt nur noch, welchen schwarzen Kasten sie den Rentnern in die Hand geben, damit die bezahlen können. Ja, also der Rest wird über Handy und weiß ich was alles funktionieren. Also das sind dort auch mal Insider-Informationen gewesen, die hatte ich aber auch schon mal erwähnt. Boris, welche Meinung hast du dazu? Die haben wir heute noch gar nicht gehört. Ja, zu Recht, ne? Euren verschwörungstheoretischen Quatsch kann ich mir nicht mehr anhören, echt jetzt. Dritter Weltkrieg, so ein Quatsch. Nee, also sobald es losgeht, werde ich mich hier zu meinem Dump um die Ecke bewegen und von da aus in 1,5 Stunden in die Heimat reisen, nach Israel und von da aus mit dem Zubringerschiff in die Breakaway Civilization. Ne? Was sonst? Ja. Naja, was willst du machen? Ne? Also ich bereite mich weder vor noch sonst irgendwas. Ich habe mich gedanklich nackt vorbereitet, aber wie willst du auf die Eventualitäten hier eingehen? Lass hier irgendwie den Strom ausfallen, EMP oder sowas, oder das Netz ausfallen. So, da musst du halt gucken, da sind alle Pläne erstmal, würde ich sagen, dahin. Ne? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich da schadenfrei, wie auch immer schadenfrei rauskommen werde, falls es soweit kommen wird. Und ich verfalle einfach nicht in die Angst so. Die Angst ist das, was womit sie uns steuern so und warum soll ich die dann noch füttern? Nee, mache ich nicht. Da stimme ich dich zu, Boris. Also ich denke auch, dass ich mal von dieser Sache schadensfrei rauskommen würde. Mein Vorteil ist natürlich, dass ich spreche alle diese Sprachen, wa? Wenn die Amis kommen, sage ich mal, hey, wait a second, guys, chill out. Ne? Wenn die Russen kommen, dann sage ich mal, подожди, секундочку, na, ребята, я русский, так как вы, ne? So either way, also, you know, das ist, nee, da, also, ich, you know, wenn man nicht konfrontiert, das ist so dieselbe Frage, die da gestellt wird, ist das, kannst du jemanden umbringen? Du bist nie in mal so eine Situation gekommen. So, wie kannst du mal schon vorab sagen, an wie du mit so einer Situation handeln würdest? Wenn du noch nie in deinem Leben mit sowas konfrontiert worden bist. Also okay, meine Eltern, die haben mal den Zweiten Weltkrieg überlebt. Die haben im Wald versteckt. Die haben sich auf dem Weg nach Deutschland gemacht. Zum Beispiel, okay, meine Mutter war in Berlin als 7-jähriges Mädchen, als das bombardiert worden ist. Die haben unter einen Tisch sich versteckt und dann haben sie sich mal irgendwie aus Deutschland den Flucht genommen und die sind nach Brasilien abgehauen. Ja, also, wenn die Situation kommt, also ich weiß es nicht, ich würde mal hier sicherlich nicht schauen, dass ich alles mal meine Zeug zusammenpacke. Hauptsache ist, dass mein Arsch mal irgendwo in Trocknen bleibt. Also, so sehe ich das. Ne? Und ich denke, dass zum Beispiel auch so eine Person so wie Frank, seine erste Gedanken wäre, ist, dass seine Kinder in Schutz zu bringen. Ja, du hast völlig recht, Alex. Genau so ist es. Wir haben ja da keine Erfahrungswerte. Und da müssen wir immer aus der Situation heraus halt das Richtige machen. So. Aber das Ding ist ja schon, wenn wir wüssten ja gar nicht, weil es keine Präzedenzfälle dafür gibt, wir wüssten auch gar nicht, wie würde die Öffentlichkeit ausschauen, wenn du auf einmal in mehreren Städten irgendwelche Killerkommandos durch die Straßen ziehen hast. Wie wird das sein? Wir wüssten es nicht. Keine Ahnung, es ist noch nie passiert. Vielleicht wird es sich auch ganz schnell verlaufen, weil alle Leute würden vielleicht in den Häusern bleiben und es wäre 2, 3 Tage Unruhe und danach wäre alles wie vorher und wir würden wieder zum Fußball gehen. So. Ich weiß es nicht so. Das ist die große Unbekannte. So. Wir können nur die Bedrohungen sehen, aber wie wir damit umgehen, und deswegen stimme ich euch auch voll zu, in die Angst gehen hilft eh nichts, weil wir können auch keine großen Pläne machen oder auch Fluchtpläne, da habe ich auch nicht wirklich irgendwelche Gedanken mehr gemacht, sondern wir nehmen die Situation so, wie sie kommt, aber wie sie dann sein wird, wissen wir einfach nicht. Ja? Die Sonne wird zur richtigen Zeit ihren Teil dazu beitragen, bevor sich die Zivilisation ausrottet. Also ich habe
Ich habe mich zwar nicht vorbereitet, aber ich habe mir da klar ein paar Ziele und Gedankenspiele bin ich durchgegangen und mir ein paar Ziele bereitgelegt. Und jetzt kam mir gerade im Chat, Veritas bleibt im Allgäu und notfalls hoch in die Berge. Das wäre auch ein Gedanke, den ich führen würde, definitiv. Muss man halt gucken, weil er eben schon gefragt wurde, wo willst du da hinkommen, fährt nichts mehr, ja, nur zu Fuß, ne? Oder wie auch immer, muss halt ein paar Wochen wandern. Aber generell wäre das schon ein Zufluchtsort. Ich habe da noch ein paar mehr weltweit. Also ich kann mich auf der ganzen Welt irgendwo einnisten bei verschiedenen Leuten. Nur ist die Frage, ob das dann überhaupt noch möglich ist und wie es denn da aussieht. Ne? Ich denke mal, wenn es wirklich zu einem Krieg kommt, glaube ich, weniger als der noch groß mit konventionellen Waffen geführt wird, so denn er dann uns hier irgendwie involviert. Also wenn er uns involviert, dann wird er nicht konventionell geführt und dann ne, whatever. Ja, man sieht ja halt auch, dass wirklich parallel es ja überall wackelt. Also wir haben die Situation in Amerika, dass da natürlich Unruhen sind. Wir haben hier in Europa die Flüchtlingsgeschichten plus Anstieg dieser Terrorgeschichten. Ja, wer oder was auch immer dahinter stecken mag. Wir hatten ja darüber gesprochen. Wir haben Syrien, ja, als ganz brandheißes Ding. Die NATO, die sich sozusagen vor den Russen postiert. Wir haben die Ukraine, dürfen wir auch nicht vergessen. Also es brennt auf der Welt überall, ja, und keiner versucht, in irgendeine sinnvolle Lösung zu gehen, sondern selbst die Politik zeigt letztendlich in allen diesen Fällen, ob es Flüchtlingspolitik ist, ob das Kriegspolitik ist, dass sie eine Agenda durchziehen. Ich muss mal kurz mal hier was reinwerfen in die Runde, weil ich habe mal eine Diskussion heute mit ein paar ehemaligen Schule-Kollegen gehabt in Amerika. Schule oder Schwule? Nein, von Highschool und sowas. Ach so, alles klar. Hm. Ja, und das geht einfach darum, ist das... wir kamen in eine Diskussion über, weil der war der Meinung, ist, dass Amerika steckt so weit in das Unkraut, dass die sehen keine andere Möglichkeit, das Land wieder für sich zurückzugewinnen, außer mit etwas Gewalt versuchen mal die Regierung so, wie sagt man, zu überwerfen. Und das Punkt ist, dass wir, Frank und ich, wir haben mal darüber sehr oft gesprochen. Und ich denke, ist das ist genau, was die wollen. Weil dann kann man dieses Kriegsrecht mal hereinbringen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, so wie diese Agenda 21, was in Amerika gerade abgeschlossen worden ist, wo das heißt, dass UNO-Truppen dürfen auf amerikanischen Boden hinkommen. Und bei Zivilunruhe dürfen die auch die Militär unterstützen. Wobei ich sage, die Weg, dass mir eigentlich offensichtlich und nicht gewalttätig wäre, das Problem zu lösen, ist, dass wenn alle Leute, die an die Utilities und Servicekraften und alles drum und dran, die Stromversorgung für die ganze und Bau von Maschinen, wenn wir einfach alle zusammen das Arbeit niederlegen würden und sagen, meinst du, dass die Politiker dann springen rein und versuchen mal denn unsere Jobs zu machen? Ja, aber das ist ein bisschen utopisch, weil du wirst immer irgendwelche systemkonformen Honks haben, die Schiss haben oder die sich dem nicht hingeben können. Und da ist das System schon perfekt aufgestellt. Also da die Chance können wir uns, glaube ich, ausräumen. Wieso, Boris? Das ist mal doch mal gerade vorher in Frankreich passiert, wo die alle die haben sich zusammengetan, die haben mal die Arbeit niedergelegt und die haben das fucking die Stadt stillgelegt. Also in Frankreich muss ich dir recht geben, bei den Franzosen mag das funktionieren, aber nicht in Deutschland. Guck mal, wenn in Frankreich, wenn da irgendwie komisches Gesetz rauskommt oder irgendwer wird da großartig benachteiligt, irgendeine Gruppe, dann gehen da Jungs auf die Straße, da brennen dann gleich Autos. Ne? Und das gibt es hier nicht. Also die Deutschen, also da können wir uns in Deutschland, können wir uns das abschminken, glaube ich. Ja, aber meine in Deutschland, da melden sich die Leute krank, so wie letzte Woche hier bei TuiFly. Was war da? TuiFly habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Ja, da haben sich irgendwie ein Großteil der Belegschaft von TuiFly hat sich krank gemeldet. Das ist sozusagen ein illegaler Streik, weil die dürfen nicht streiken, so ist es in Deutschland, das ist alles geregelt. Die dürfen nicht streiken, weil es einen aktuellen gültigen Tarifvertrag gibt.
Aber da haben sich halt die allermeisten krank gemeldet, ja? in einer Art Arbeitskampf mit ihrer Firma. Also. Und die haben die Firma lahmgelegt, war? Und die können mal nichts mehr machen. Jetzt stell dir mal vor, wenn die Leute sich mal statt gegeneinander zu kämpfen und einfach mal die Augen aufmachen, um zu sehen, wer der Feind wirklich ist. Na? Und die legen das ganze Land still. Aber die Menschen müssen mal erstmal sich einigen. Die müssen mal zusammen. Das passiert ja gerade schon, Alex. Deshalb gibt es ja auch diese Spaltungsstrategie jetzt, dass nicht mehr irgendwie kleine Grüppchen abgespalten werden, sondern direkt in der Mitte durchgehauen werden. Guck dir Österreich an, guck dir jetzt die beiden Verrückten in den USA an, guck dir Brexit an. Es wird überall genau in der Mitte, ne? Das wird aufgeteilt. So, dass diese Spaltung, so, da sind die na klar hardcore dran, das weiter zu vollführen. Das ist doch deren Tool Nummer eins. Ja, aber es ist gerade eine neue News reinkommen. Der Johnson, Außenminister von England, ruft zu Protesten vor russischer Botschaft aus. Ja, aber ich kann nicht mehr. Ja, aber da haben wir doch das Problem, dass wir ja auch nicht, also wir haben ja noch nicht mal eine Möglichkeit, um sicher zu sein, dass man jetzt sagt, okay, man kann sich jetzt den Russen zuwenden, weil die sind die Guten oder so. Ja, also wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen, vielleicht kann da Olli auch nochmal was dazu sagen, wie seine Sicht auf die Dinge ist, dass halt letztendlich auch ein Putin zu diesem Plot gehört, zu diesem Spiel gehört. Ja, also deshalb bleibt uns wahrscheinlich auch nichts weiter übrig, als dass das schon teilweise auch passiert ist, dass man wirklich zu den Menschen, die dort leben, persönliche Kontakte aufbaut. Ja, also nicht die Regierung sozusagen dort mit einbezieht, sondern einfach zu den Menschen sagt, Leute, wir wollen keinen Krieg mit euch und wir wollen überhaupt gar keinen Krieg oder Auseinandersetzung, sodass man dort zumindest auch die Kriegsstimmung im Volke dort niederhalten kann und dass die Propaganda nicht wirkt. Ja? Ich weiß nicht, Olli, wie siehst du das? Welchen Standpunkt hast du da zu dem Thema guter Bulle, böser Bulle, also sprich Russland gegen USA und letztendlich doch vielleicht alles nur Theater, weil sie alle in den gleichen Clubs sitzen? Also hier muss man etwas globaler ansetzen, muss man schon sagen. Es ist sehr wohl so, dass die USA und Russland sich bei ihrer gemeinsamen Grenze bei Alaska das ganze Jahr bekriegen können, tun dieses aber nicht, was jetzt kein eindeutiger Indiz und kein Beweis für nichts ist. Aber es ist schon sehr auffällig, dass man auf jeden Fall sieht, wie setze ich an? Wir nehmen diese ganzen Kriege zwischen China, USA, Russland eigentlich nur medial wahr die ganze Zeit. Die Medien sind jeden Tag bemüht, diesen Krieg aufrechtzuerhalten, also zumindest in unseren Köpfen. Ne? Nehmen wir die Person, ich weiß, ich schweife immer aus, aber nehmen wir die Person David Snowden zum Beispiel. Ne? David Snowden ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, was medial, und da kommen wir wieder auf WikiLeaks zurück, zum Beispiel das Bild erhaltet der verfeindeten Nationen, Russland nimmt den auf und die USA sucht ihn überall und China und die USA sind jetzt verfeindet und das sind Sachen, die medial hochgehalten werden und man darf wirklich nicht die Sache außer Acht lassen, dass wir es eventuell mit Herrschern zu tun haben, die eben nur ihre Puppen spielen lassen. Ne? Also man ist schon ziemlich dahinter, dass man jetzt jeden Tag das Bild stärkt, dass wirklich dieser verfeindete Konflikt herrscht, der jeden Tag eintreten könnte. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass die Leute, die den Konflikt auslösen, sicher nicht an der Front stehen werden. Das wissen diese Leute. Und die Frage ist, ob das nicht auch ein Fall der Massensteuerung ist, der wir die ganze Zeit unterliegen. Weil alles, was wir erleben heutzutage, ist Massensteuerung. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, das passt gut dazu, ja, zum Beispiel jetzt das mit der Flüchtlingskrise. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wie die Personen gesteuert werden. In Österreich war es zum Beispiel so, Tom kann es bestätigen, dass man jetzt zum Beispiel in Oberösterreich, was zum Beispiel ein Ballungspunkt ist, wo man die Leute über Deutschland rüberzieht, dass man dort zum Beispiel jetzt da gesagt hat, man stellt die Flüchtlingshilfen ein, sodass die Leute praktisch gezwungen waren, wieder nach Wien zu ziehen. Und hier sind wir wieder bei den Steuerungen Richtung Großstädten. Der, was eigentlich erzielt werden soll mit dieser Angst- und Terroragenda, die was sich über die ganze Welt zieht, während man den Leuten in den Großstädten einredet. Keine Ahnung, wir sind überbevölkert, wir haben Terrorangst und alles Mögliche. Ist es eigentlich nur so, dass das Ganze eigentlich darauf hinzielt, einen ganzen kommunistischen Block um die Welt zu errichten?
Und das ist diese kommunistische Langzeitstrategie, die was sich sehr schwer in kurzen Worten beschreiben lässt, die was ich in meinen Videos immer wieder anspreche. Aber in meinem nächsten Video wird die so deutlich wie noch nie zutage kommen. Da geht es zurück auf die 70er Kulturrevolution. Das wirkt jetzt alles irrsinnig weit ausgeschweift, aber um das Ganze zusammenzufügen, ich sehe den Terror in einem Kontext einer Bevölkerungssteuerung, die über Jahrzehnte lang schon andauert und die auf ein zentralistisches System hinarbeitet. Du sagst hinarbeitet, inwieweit ist dieses zentralistische System schon lange installiert und funktioniert schon lange auf dieser Erde? Und das haben wir mit Weltbank, das haben wir mit UNO, das haben wir mit WHO, die Dinger stehen halt schon alle, ne? Ja, danke, du hast mir kurz auf die Spur zurückgeholfen. Es ist eben so, dass es durchaus so sein könnte, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass es bereits einen zentralistischen Kern gibt, der diese Welt beherrscht. Und der uns der natürlich auch die Medien beherrscht und uns vorspielt, dass es eben diese verfeindeten Fronten gibt, mit denen wir uns auf einer tieferen Oberfläche beschäftigen wie die Allgemeinheit, womit wir glauben, dass wir beim Kern sind, aber in Wirklichkeit noch viel, viel tiefer gehen müssten, um zu verstehen, was eigentlich gespielt wird. Und als Lösung, um das nicht im Raum stehen zu lassen und aus dem Blauen zu reden, sehe ich die totale Verweigerung. Das heißt, erst die Erkenntnis, dass man uns da oben gemeinsam verarscht, und die gemeinsame Verweigerung der Zustimmung und die Bildung eigener Gesellschaften. Jetzt müssen wir mal sehen, wir 6 Leute hier bilden einen eigenen Kreis, ne? Machen eine eigene Währung und lassen hier nur Leute rein, hier nur Jungs und Mädels, die was gut meinen. Ne? Der Kreis wird immer größer und man lässt hier keinen mehr dazu. Das wirkt so nach Peter-Fitzek-Prinzip. Ne? Aber wenn sowas überall auf der Welt entsteht, ne, dann verlieren die immer mehr an Einfluss. Und deswegen entwickelt man alles genauso, wie man es entwickelt. Ne? Wir sind abhängig bezüglich Sicherheit, wir haben Angst, wir brauchen den Staat und da zahlen wir doch gern 3/4 in unserer Lebenszeit arbeitenden Geldes, damit der Staat uns schützt und alles. Aber tatsächlich kommt es auf uns an, ob wir, wenn jetzt so eine Krise eintritt, und wie gesagt, ich bin der These, dass jetzt da nicht zuerst der große Krieg kommt, sondern dass wahrscheinlich zuerst mal finanztechnisch oder wirtschaftlich auf uns eingewirkt wird, ne? Da liegt es an uns, ob wir dann Gemeinschaften haben, die was sich selber versorgen können, ob wir eine freiwillige Müllabfuhr haben, eine Bürgermiliz, oder ob wir auf Knien winselnd den Staat entgegenkriechen und jedes und alles annehmen, was der uns vorschlägt. Ne? Das liegt dann wirklich an uns. Und das kann man alles nur im Vorfeld machen. Und da ist halt wichtig, dass man sich austauscht. Ne? Tja, wobei. Andererseits, Oliver, ich muss mal kurz mal fragen, ist das aber, guck mal, durch diese ganze Aktionen, was man in Russland sieht, diese Friedensmarsche und dass zum Beispiel hier auch in Deutschland irgendwelche Friedensfahrten nach Moskau, wo man zeigt, dass die deutsche Volk mal keinen Stress mal mit den Russen haben will und so weiter und so fort. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass für die oder ist das denen eigentlich egal? Das ist nur ein Stimmt. Nein, das ist ein eindeutiges Zeichen. Also wir kleinen Leute, wir wollen keinen Krieg. Und sie wollen uns auch einreden, unsere Vorfahren wollten Krieg. Die Bürger und Bauern wollten keinen Krieg. Und genauso sind es wir heute. Nur eins müssen wir uns vor Augen führen, dass wenn man uns heute auslöscht, dann kann man in 30 Jahren erzählen, wir waren es. Die Nationen waren so verfeindet, die Kulturen waren so verfeindet. Aber im Nachhinein kann es dann keiner mehr beurteilen. Ne? Das heißt, ich denke mir eigentlich, dass wir eben die was keinen Krieg wollen, jetzt da umso aktiver werden müssen und uns zusammenfinden, auch wenn oppositionelle Meinungen herrschen. Wenn es darum geht, dass wir alle in Frieden leben wollen, sind wir uns wohl einig. Ne? Ganz genau, Olli. Volle Zustimmung, genauso ist es. Die einfachen Menschen, das Volk, Bauern, Arbeiter oder welcher Zeit auch immer, so, die wollen das nicht. Die allermeisten Menschen auf der Welt, uns ist wirklich echt egal, auch wo du hingehst. Ich bin so viel rumgereist. Die allermeisten Menschen, die wollen einfach nur in Frieden ihr Leben leben. Ja. Und wir wissen das doch alle und arbeiten auch immer wieder daran, das auch zu verbreiten. Wir wissen doch darum, es sind Eliten, es sind kleine Gruppen, die gegen das Volk arbeiten, die gegen uns Menschen arbeiten. Und das ist, was sich jetzt halt zuspitzt. So.
es gibt ja diesen alten Spruch so noch aus der alten Friedensbewegung, so stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Aber selbst das wird jetzt langsam obsolet, weil das hatten wir heute Abend auch schon. Wir nicht wissen, wie weit die Kriegsführung auch schon automatisiert wird. Denn Tom hat vorher so das mal angesprochen, dass wir gar nicht ahnen, welche Militärtechnik mittlerweile am Start ist. Und hier diese Jade-Helm-Geschichte von letztem Jahr, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Hinter diesem Jade-Helm hat sich auch nichts anderes verborgen als die Automatisierung der Befehlsketten, also um diesen menschlichen Faktor auszuschalten. Und das ist auch das soll jetzt einem nicht Angst machen, aber es zeigt halt, wie ernst die Lage ist. Und es wird da wird man auch sehen müssen, wie wir dann damit umkommen. Ich meine, Alex, weißt du, hast vorhin gesagt, so, du kannst den Ami auf Englisch ansprechen und den Russen auf Russisch. Aber wie sprechen wir die Robots an, ne? Man kann diese Tragweite auch jetzt noch gar nicht abschätzen, weil verblendet von der Tatsache, dass man sagt, alles Technologie hilft uns, und ich bin schon der Meinung, dass Technologie den Menschen hilft, dort, wo es allen Menschen hilft, ne? Aber wenn man diese militärische Entwicklung betrachtet, dann könnte man schon sagen, man arbeitet auf einen Standpunkt hin, wo der Mensch langsam überdrüssig wird. Und dann wird es für uns kritisch, ne? Weil dann ist die Frage, wie viele Jungs brauchen die noch, dass die ein schönes Leben haben, und der Rest ist Negativposten, ne? Putin kommt übrigens am 19. nach Berlin zum Krisentreffen. Das ist so wie, nennen andere Wörter irgendwie, Mussolini trifft sich mit Hitler oder keine Ahnung. Irgendwann werden sie dann auch drüber reden. Erinnern Sie noch am 18.10.2016? Tja. Aber kurz vielleicht noch was, weil du vorher gemeint hast, Oliver Fleming, das ist so wie Matrix Reloaded. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video schon gesehen habt. Ich habe eins zur künstlichen Intelligenz und holographisches Universum gemacht, weil Elon Musk vor ein paar Tagen öffentlich gemeint hat, die Chance, dass wir nicht in einer Computersimulation leben, liegt bei 1 zu 1 Milliarde oder so. Und er hat das dann auch noch weiter ausgeführt, und sind jetzt im Hintergrund, es ist sogar auf Standard.at gestanden, haben zwei Multimilliardäre sich zusammengeschlossen, sie wollen nicht namentlich erwähnt werden, die jetzt Wissenschaftler beauftragen, um herauszufinden, ob wir wirklich in einer Computersimulation leben. Ja, aber Computersimulation, findest du nicht, dass es ein bisschen zu menschlich ist? Warum Computer? Nenn es einfach, wir leben im Leben. Ja, wir leben in einer Matrix oder in einer Illusion, mag ich vertreten, aber Computerillusion, das ist... Ja, nimm das Wort, was für dich stimmig ist, keine Ahnung. Er hat es halt gemeint, dass das Ganze eine Simulation ist. Er nimmt so seine Wörter. Aber ich finde es halt interessant, dass wirklich sich die Milliardäre und die Forschung zusammenschließt, um das alles irgendwie so jetzt rauszufinden. Weißt, in mir ist so dieses Gefühl, es wird so stressig werden, Krieg, und dann kommt die Wissenschaft drauf so, oh, ja, das ist doch ganz anders. Ja gut, aber Computersimulation, deshalb stößt mir es ein bisschen komisch auf, das Thema Transhumanismus so beschäftigt uns auch hin und wieder. Und genau da, dann noch zwei Milliardäre, ne, das passt halt auch sehr gut ins Bild. Also da würde ich... Ja, wir können, er hat so argumentiert, wir können, wenn man es vergleicht, vor gleich 40 Jahren haben wir das Spiel Pong gehabt, das war quasi nur ein paar Pixel. Mittlerweile haben wir super 3D-Grafiken und Virtual Reality und Augmented Reality ist jetzt schon da, und in den nächsten 10 Jahren werden wir das nicht mehr von der wahren Realität unterscheiden können. Das ist eine Argumentationskette. Und ab dem Zeitpunkt kannst du nicht mehr unterscheiden, was jetzt da quasi die eine Realität oder die andere ist, ne? Ja, aber ich sehe, ich denke, das sehen Sie aber auch zu technisch. Also das glaube ich nicht, also dass dann natürlich eine Gefahr ist, eine Suchtgefahr und so weiter, das haben wir ja jetzt auch schon, das hatten wir wahrscheinlich schon bei allen Spielen, seitdem es Spielekonsolen gibt oder überhaupt sowas, gab es ja früher auch bei Glücksspiel auch, was es ja heute auch noch gibt im Casino oder weiß ich was, dass das ein gewisses Suchtpotenzial hat. Natürlich auch die virtuelle Realität dann. Aber ich denke, da geht der Plan nicht ganz auf, weil immer doch ein göttlicher Funke in uns ist, ja, und der wird vielleicht wieder auch einen großen Teil, siehe Pokémon Go oder so, erreichen, aber trotzdem werden sie es nie schaffen, dass sie die Menschen dort in diesen Widerspruch begeben, also sich begeben werden. Also ich denke, dafür hat die Natur viel zu viel Kraft. Du hast mich missverstanden, nicht in die Richtung. Nicht, dass wir jetzt quasi in eine künstliche Realität quasi reingehen und dort quasi gefangen sind, sondern dass wir jetzt da, wo wir da reden, dass das schon die Simulation ist.
Ja, das hab ich wohl verstanden, genau. Dass wir so eine Art holographisches Universum oder wie auch immer diese Richtung gehen. Hatten wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass da natürlich einiges wie Quantenphysik natürlich auch dafür spricht. Also das, was man dort bei der Quantenphysik rausbekommen hat, also sprich die Verschränktheit zum Beispiel, dass das eigentlich eine Auflösungsgrenze vielleicht auch ist. Ja, dass es halt dann sich verschränkte Elektronen oder Protonen so verhalten, dass sie halt gleichzeitig trotz längerer Wege ins Ziel kommen. Das ist sowas Art wie eine Grafikkarte ist, die dann auch irgendwann am Ende der Auflösung ist und weiter geht's halt nicht und deshalb gibt es dann auch andere Regeln, also passiert das halt auch, dass die gleichzeitig ankommen, ja. Also das, in diese Richtung habe ich auch schon sehr oft nachgedacht, ja, dass es tatsächlich so eine Art holographisches Universum ist, ja. Ich finde es eines der spannendsten Themen, weil irgendwie jetzt sich auf die News überschlagen, dass jetzt 324 Signale auch geortet haben und denen gehen sie jetzt nach und Planet 9, den sie auf einmal spotten, aber sie konnten ihn leider nicht finden, weil es war das Wetter zu schlecht. Sie müssten jetzt bis Mitte nächsten Jahres warten. Also ich schwöre es euch, es ist eine Prognose, wir werden dann zurückschauen und drüber lachen. Aber es wird sich noch so viel ändern, was von der fundamentalen Realität angeht und die ganze Weltanschauung, das wird noch sehr lustig werden. Aber hier muss man wieder darauf hinweisen, dass der Mainstream schon einen sehr trockenen Humor pflegt, wenn es darum geht, angebliche Pläne zu enthüllen. Wir haben es hier teilweise mit staatlich finanzierten Medien zu tun, die so tun, wie wenn es jetzt irgendwelche staatlichen Geheimnisse enthüllen würden. Ne? Das sind natürlich oft Märchen für die Dummen, was so wie bei der, meiner Meinung nach, bei der Ursache-Geschichte oder also zum Beispiel bei Snowden oder so der Fall ist. Und hier darf man es auch nicht ausschließen, dass es hier der Fall ist, dass man jetzt zum Beispiel sagt, hier gehen Milliardäre heran, um investigative Journalisten zu finanzieren und so. Ne? Und es wird uns ja wieder von denselben Medien herangetragen, die was eigentlich sowas gar nicht verbreiten würden. Weil eigentlich müsste es in deren Interesse liegen, so etwas zu vertuschen, beziehungsweise gar nicht an die Leute heranzutragen. Es ist ja auch immer wieder so bei Terroranschlägen, wo auf einmal die Medien irgendeinen Terroraufruf eines Attentäters publik machen, wie es zum Beispiel in Ansbach der Fall war, dass man jetzt so sagt, das hätten vielleicht ein paar hundert oder tausend Leute gehört, aber dann war es auf Bild und N24, ne? Deswegen bin ich bei der Geschichte jetzt, zum Beispiel bei diesen Militäre, die was da angeblich investigativ was aufdecken wollen, ein bisschen skeptisch, ob das nicht vielleicht eine Geschichte ist, mit der man nur den Pöbel niederhalten möchte. Ne? Also das ist mein persönliches Ding, das habe ich nirgends gelesen. Also das sind die Sachen, die ich sehe, so wie dass die ISIS zurückkommen. Und ich recherchiere in letzter Zeit zu viel. Sie haben auch den 13. Sternkreis jetzt da reingenommen. Also vom nicht mehr 12, sondern jetzt sind es 13 offiziell laut NASA. Und was ist der 13., wie heißt er? Der ist Schlangenbändiger oder so. Hooray, hooray. Also es geht so weit nach hinten, wenn Klaus Donner jetzt da wäre, könnte er Stunden erzählen oder David Icke oder Co. Ich glaube, da ist viel mehr dahinter. Ich glaube, das wird sicher noch sehr rauf und runter gehen. Und im Endeffekt wird dieses ganze Kriegsding einfach nur Ablenkung sein, dass wir alle komplett irgendwie drauf sind, keine Ahnung. Ich glaube eher, dass es andersrum ist. Also ich glaube eher, dass diese ganzen NASA-Weltbilder und 13. Planet, ich glaube, dass das eher Ablenkung ist von den Dingen, die im Hier und Jetzt auf der Erde passieren. So. Also ich echt, mittlerweile ich bin mir noch nicht mal mehr überzeugt von dem ganzen Bild des Universums, was uns dort präsentiert wird. Selbst das, ich weiß es nicht. Aber was so von NASA und von dieser Seite kommt, den kann ich echt überhaupt nicht mehr trauen. Also das. Nein, es ist symbolisch, aber schau, es ist ein symbolisches, es ist alles. Das ist ja kein Zufall, dass die NASA das jetzt macht. Das ist mit dem Planet 9. Der Planet 9 geht genau durch dieses Sternenbild durch. Ich kann es noch nicht erklären, weil ich noch nicht fertig bin. Ich bin da schon seit Tagen dran, das irgendwie aufzuzeichnen auf einer Mindmap, weil es so schräg ist, dass ich sowieso nicht mehr jetzt wiedergeben kann. Aber da ist viel mehr dahinter. Das Ganze ist kein Zufall, dass die Dinge so passieren. Es ist kein Zufall, dass das die NASA macht und dass diese Entwicklungen jetzt sind. Das ist alles vorgeskriptet auf eine Art und Weise. Aus meiner Sicht zumindest. Well, wenn du mir sagst, diese Sachen mal von NASA, ich sehe das, muss ich mal wieder dazu meinen Cent geben, dass ich sehe schon wieder diese Bewegung in Richtung Project Bluebeam. Ja, da gebe ich dir recht. Also die Frage ist doch dabei, wie viel Aufwand haben die damit? Und wie viele Leute können die damit ablenken? Und ich finde, ich meine, es kann möglicherweise so sein, dass alles Bullshit ist, aber in mein Weltbild kann ich es nicht so einfach integrieren.
So, und die Frage ist jetzt, können die Massen halten, die Massen mit der ganzen oder mit dem ganzen NASA-Gedöns unter Kontrolle? Nee, die halten sie mit einem neuen iPhone unter Kontrolle oder irgendwelchen Angstmeldungen hier durch die Medien oder dem dritten Job, den du jetzt annehmen musst. Also dafür, finde ich, braucht man die NASA nicht. Ja, aber man arbeitet schon gezielt darauf hin, uns beizubringen, dass wir irgendwas im Nirgendwo sind und froh sein dürfen, dass wir atmen, anstatt dass wir vielleicht der Mittelpunkt dieses Ganzen sind und wirklich Gottes Schöpfung sind und jeder von uns eine Aufgabe für die Gesellschaft hat und diese wahrnehmen sollte. Wenn man sich die Gesellschaft heute wahrnimmt, dann hat man uns wirklich schwer davon entfernt, erfolgreich. Ne? Ja, aber macht man das wirklich damit? Ich meine, jeder, der sich damit tiefer beschäftigt, so, jetzt können wir eine komplette Runde hier nehmen, wir würden uns davon kein Stück mehr beeindrucken lassen. Ja, aber es gibt doch, so viele Fallstricke. Ich meine, da sind doch genug, Fallstricke aufgestellt. Also es gibt dann die Hardcore-Esoteriker etc. Also verstehst du, da gibt es ja so viele mannigfaltige Auswahlmöglichkeiten, welches Weltbild ich mir dann auch einfallen lasse. Also das macht das ja dann auch nochmal viel schwer. Also welches Weltbild ich, welchem Weltbild ich mich anschließe, das ist ja auch ein großer Selbstbedienungsladen in Anführungszeichen. Ja? Also ich meine, da sind wir ja auch, oder fast jeder, denke ich, oder viele, die auf dem Wege dieses Erwachens, wie wir das so nennen, auch sicherlich Irrwege gegangen und haben sich natürlich auch mit den und den Sachen eingängig beschäftigt, und weil das interessant und spannend klang und sehr utopisch oder fantastisch, aber man irgendwann zum Punkt gekommen ist, aufgrund auch von weiteren Informationen, dass das und das natürlich auch anscheinend Fake bzw. Blödsinn ist. Ja? Also ich hatte eine atheistische bzw. sagen wir mal agnostische Sicht auf die Dinge. Und im Laufe meiner Arbeit habe ich den Glauben wieder entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe ganz eindeutig, dass wir alle eine gewisse Aufgabe und dazu passende Talente haben, die wir erst finden müssen und nicht irgendwelche Zufallskreationen der Natur sind, oder so wie man uns eintrichtern möchte, sondern wir haben schon jeder ganz spezielle Stärken und Fähigkeiten für die Gesellschaft, die wir erkennen und ausnutzen müssen. Und das ist auch das Einzige, was uns zurück zur Freiheit führt. Meines Erachtens. Ja, genauso sehe ich das auch. Und das steckt ja hinter diesen Weltbildern, die da von NASA kommen. Weißt du, ihr seid nur ein unbedeutender Planet in einem unbedeutenden Sonnensystem am Rande einer unbedeutenden Galaxis. Alles ist so zufällig aus dem Nichts entstanden und so. Ey, das ist blanker Materialismus und in letzter Konsequenz Nihilismus, weil aus dem Nichts entstanden. Ja, und da, wo Nihilismus ist, ist keine Werte mehr, da hat nichts mehr einen Wert. Ja, also genau das, ja. Aber wie viele Leute habt ihr schon getroffen, die sich da auf diese Art beeinflussen haben lassen? Gerade durch die, sagen wir mal, nehmen wir mal die NASA als Beispiel. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen getroffen, der sagt so, ja, das ist so, und das Bild habe ich dadurch, dass mir das Weltbild von der NASA so oder generell von den Obrigkeiten so vermittelt wird. Ich habe da noch nie einen getroffen. Also ich kenne sehr viele Leute, die an Aliens glauben, in der Form, wie sie uns von der NASA und Co. und der Filmproduktion und Unterhaltungsindustrie vermittelt werden und bestimmt bereit wären, jegliche Konsequenzen zu ziehen, um jetzt da irgendwie drauf einzuwirken, wenn uns da irgendeine Feindschaft drohen würde. Und noch das Projekt Bluebeam, worüber ich selber sehr schlecht informiert bin, einzugehen. So muss man generell schon festhalten, dass die Leute durch ihre Affinität zu diesem Glauben schon sehr manipulativ in diese Richtung wären. Also das halte ich schon für sehr relevant. Also aber nimm mal da mal das Beispiel Aliens her, ja? Das ist die Aliens, wie werden sie uns vermittelt? Nimm mal Hollywood. Habt ihr mal geguckt, wie viele Hollywood-Filme es über Aliens gibt und was da eigentlich immer Tonus ist? Da ist immer Invasion-Tonus, immer. Es gibt, glaube ich, drei Filme gibt es, wo und das nicht nur bei Filmen, sondern auch bei Dokus ganz viel. Es wird immer davon gesprochen, die könnten uns hier überfallen und was ist, wenn die jetzt in unseren Meeren sind und hier uns irgendwann übernehmen wollen? So ein Bullshit kann ich da nicht sagen. Jeder, der das sagt, hat da noch nicht irgendwie 10 Minuten oder mal eine Stunde drüber nachgedacht. Das ist Bullshit einfach. Und aber das da draußen. Ja, warum? Aber es ist eben diese Vorprogrammierung. Das ist eben diese Vorprogrammierung seitens Hollywood, aber auch schon seit Jahrzehnten. Sorry.
Ja, aber wie klar. Kannst du, ganz ehrlich, Boris, wie könntest du die Option, dass in den tiefsten Meeren, die noch nicht einmal erforscht und erkundet sind, nicht irgendwelche whatever sein? Ah, das sage ich nicht. Davon gehe ich sogar sehr stark aus, dass da whatever ist. Okay. Wie auch immer intelligent das sein soll. Aber dass sie uns hier invasieren wollen, das ist, ne? Also sollte es da draußen Zivilisationen geben, die von ihrem Sonnensystem weggekommen sind, dann haben sie sich technisch in eine gewisse Weise entwickelt, ja, und haben einen gewissen Status erreicht. So, und um auf diesen Status zu kommen, meine ich, müssen sie sich auch ethisch entwickelt haben und sowas. Und auch Materialismus, Geld wird es ja nicht mehr geben können. Es kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Jedenfalls nicht mit so einem Geldsystem, wie wir hier haben. Und von daher ist es für mich völliger Bullshit, da zu denken, dass das hier wer herkommt und uns irgendwie überfallen und die Erde einnehmen will, weil sie dann Gold brauchen oder Gene oder irgend so. Das ist für mich Bullshit. Weil du das Ganze schon sehr wohl gewissenhaft überdacht hast. Die meisten Menschen würden sich's einreden lassen. Das ist für mich so. Also ich kann nur von mir ausgehen. Ich sage auch nicht, dass ich da 100% richtig liege, aber ich habe mir das Thema halt lang genug angeguckt und für mich besteht da nicht mal der Funke des Verdachts, dass hier irgendwelche komischen Aliens ankommen würden, die uns dann überfallen wollen. Also dass es auf deren Agenda steht. Diese Haltung vertrete ich auch, also volle Kanne. Das würde ich mir auch für mehr Menschen wünschen, aber es ist nicht so leicht vom Tisch zu nehmen, dass die Mehrheit unserer Mitmenschen wohl darauf einfahren würde, ne? Auf jeden Fall, definitiv. Das wird ja auch so manipuliert. Guck dir Hollywood an. Wie gesagt, es gibt tausende Filme über außerirdisches Leben. Ich kenne drei, unter anderem Der grüne Planet, der jetzt nicht mit komischen Grays oder sowas hantiert, wo es halt nicht der Fall ist. Aber ansonsten hast du nur Invasionen. Aber E.T. war doch auch ganz süß. Ja, E.T. ist. Aber es ändert sich schon ein bisschen, Boris, weil. Es ändert sich schon, weil so künstliche Intelligenz und solche Sachen, so Roboter, Außerirdische, werden auch immer mehr den Menschen ranbracht. Also gerade mit Roboter, Chappie und Co., es sind so viele Filme, das hat auch so seine Gründe. Ja, da wird es für mich auch noch ein Projekt geben, diesbezüglich. Also die Spielzeuge haben sich ja kaum verändert. Wir spielen mit Dinosauriern und Robotern und in der Filmindustrie und Unterhaltungsmedien wird es eben so dargestellt, dass die Verbindung zwischen Mensch und Maschine das Ultimatum ist, so wie es auch teilweise in der Hermetik angesprochen wird. Und hier geht es teilweise zurück sogar auf okkultistische Sachen, wo man, das werde ich noch später mal ausführen, aber das würde den Rahmen sprengen. Lass mich kurz nachfragen. In der Hermetik wird Transhumanismus propagiert? Also in der Hermetik wird diese überhaupt unter Hermes Trismegisto, der was die Kabbalistik auch noch, also die hermetischen Schriften von Hermes Trismegisto, beschreiben diese sieben Lichtgesetze auch. Und das ist das, was die Smaragdtafeln geschrieben hat. Das ist total. Ja, aber diese sieben Naturgesetze oder universellen Gesetze, wie auch immer man die nennen möchte, Natur. Genau, die sind heute in die Esoterik weiter abgeleitet und werden. Ja, die sind für mich Fakt. Überprüft die für euch selbst euer Leben lang. Die sind für mich absoluter Fakt. Das Gesetz der Resonanz ist Fakt. Da habe ich so viele Erlebnisse in meinem Leben selber eigenständig gemacht, Erfahrungen gesammelt. Das kann ich nicht mehr negieren. Das ist Fakt. Aber siehst, Boris, ist ja doch eine Simulation, wenn es einen Mechanismus gibt. Ich sag nicht, dass es keine Simulation ist. Ich sage nur, dass es keine Computersimulation ist. Computersimulation ist. Vergiss das, streich das Computer einfach. Ja, aber es wird halt. Nenn es ein Spiel. Ein Spiel ist es hier auf jeden Fall, definitiv. Da bin ich voll dabei. Deshalb auch nochmal darauf zurückführen. Also, weil mir das so bewusst ist, dass es hier nun ein verdammtes Spiel ist oder auch ein schönes Spiel, wie auch immer man das sehen will, habe ich auch keine Angst vorm Dritten Weltkrieg oder was da kommen könnte. Also, das Schlimmste, was uns passieren könnte, was wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte? Was uns passieren könnte, ist, dass wir so widerstandslos bleiben, wie wir aktuell sind, denke ich mir. Ja, aber was wäre dann die schlimmste Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass die kritische Theorie der Frankfurter Schule, die was auf uns aktiv angewandt wird, weil das, was wir als 68er Kulturrevolution wahrgenommen haben, ist eigentlich nur eine Veränderung, die in unsere Kultur erzielt werden soll, die was gezielt einen Schnitt zwischen uns und unseren Vorfahren ziehen soll, dann schließlich den Erfolg hat, dass man sagt, der Mensch verändert sich, desindividualisiert sich und diese Emanzipation wird wahrscheinlich dann
am Ziel sein, dass man sagt, wir sprechen uns nur noch mit Nummern an, keiner besitzt mehr irgendwas, weil dann hat keiner mehr einen Nachteil. Ne? Und das ist eben diese Sozialisierung des Menschen, die vorgenommen werden soll, die was schon unter Kalergi und Adorno angesprochen worden wurde, die was eigentlich nur den kommunistischen Langzeitplan darstellt, der was auf uns angewandt wird. Und das, was wir heute wahrnehmen als Anschläge, Massenzuwanderung und Zufälle, Einzeltäter und Eingabefehler, sind in Wirklichkeit nur Symptome, die daraus resultieren, meines Erachtens nach, was ich in weiteren Videos noch breitärschig erklären werde, aber es wird hier einen Rahmen sprengen. Aber zumindest ist das hier eine eingefahrene Agenda, die was jetzt ziemlich ins finale Stadium gleitet. Ne? Hast du, Olli, kurz. Ja, das ist interessant, was du da sagst mit der kommunistischen Langzeitstrategie. Aber ich glaube, dass die auch wiederum nur einen. Also untergeordnet ist über eine noch größere Agenda. So und da kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin hatten, halt diese Weltbilder, die uns gegeben werden, die halt nihilistische Weltbilder sind. Und das geht alles zurück ins 19. Jahrhundert und dann natürlich viel weiter. Aber allein im 19. Jahrhundert, was so die Vorläufer sind, auch von diesem ganzen Gedankengut, was sich dann von Frankfurter Schule oder auch Fabian Society dann so manifestiert. Die Vorläufer sind ja schon Charles Darwin mit diesem Evolutionsweltbild. Und der Bulldog von Charles Darwin, das war der Großvater von Aldous Huxley. Aldous Huxley spielt auch eine ganz große Rolle in dieser Subkultur 60er Jahre dann. Ne? Der Bruder von Aldous Huxley, Julian Huxley, ist der Gründer der UNESCO. Und da gibt es noch so seltsame Familienverstrickungen zwischen der Huxley-Familie und der Golden-Familie. Und den Darwins, und das geht bis weit ins 19. Jahrhundert zurück. Und diese Goldens, der eine ist der wichtigste, der hat die eugenische Gesellschaft gegründet. Und da kannst du genau sehen, wie diese Fäden dort zusammenlaufen. Und Frankfurter Schule ist dann sozusagen nur der moderne Ausdruck. Und diese kommunistische Idee ist nur der moderne Ausdruck von einem Weltbild, was wesentlich tiefer geht. Ja, und du kannst auch weitergehen über Freud, ja, zu Reich, also die ganzen Grundlagen der Psychologie, 68er eingenommen, Gender Mainstream, wir werden am Donnerstag einen interessanten Gast dazu haben. Und zwar, sag mal gleich wen. Das ist, wir haben den ersten Gast mit Bundesverdienstkreuz. Oder was hat er? Ja, Bundesverdienstkreuz, er hat ein Bundesverdienstkreuz, und zwar ist das Dr. Weinberger, ist Psychiater, und das ist kein geringerer als der den Gustl Mollat auch aus der Psychiatrie sozusagen mit seinen Gutachten befreien konnte, letztendlich, also damit beigetragen hat aus fachlicher Seite. Und er wird sich zu uns, bei uns in der Sendung zum Hauptthema Gender Mainstream äußern, auch deren Wurzeln zeigen, ja, wie sie von Freud über Reich beziehungsweise dann über die 68er mit diesem Kulturkampf und so weiter eingeläutet worden sind. Also es wird sicherlich sehr, sehr spannend, dort mal er ist ja mittlerweile fast 80 Jahre alt, ja, es ist wirklich ein gestandener Mann und hat für mich auch das Herz am richtigen Platz, und wir hatten schon ein sehr tolles Vorgespräch, und ich denke, das wird eine sehr, sehr spannende Sendung, auch gerade, weil der Olli das gerade ansprach. Ja? Ja, also für mich ist das alles in einem langfristigen und jahrzehntelangen Kontext zu sehen. Also man darf nicht unterschätzen, dass man uns auf eine gewisse Basis hinlenken möchte. Und man programmiert uns auch in Filmen darauf vor. Also es ist nicht zu übersehen, dass alles langsam Stellung einnimmt, was uns langsam so vorgetragen wird. Man sieht immer wieder, dass, keine Ahnung, diese Sachen langsam eintreten, über die man sich vorher lustig gemacht hat. Also die Bargeldabschaffung war noch eine krasse Verschwörungstheorie vor 10 Jahren. Und heute mittlerweile kann man es nur noch als trockenen Humor bezeichnen, wenn ein Herr Schäuble dann herantritt und sagt, ich kenne niemanden, der die Bargeldabschaffung möchte. Ne? Vor 2 Tagen war die IWF-Tagung und da haben die sich ziemlich an abgelacht. Also da gibt es so einen NW24-Artikel dazu. Und ja, die sind gelegen fast. Ne? Also es deutet vieles darauf hin, dass man diese Veränderung über die Gesellschaft, die jetzt langfristig herbeigeführt sollen, auf vielen Wege herbeiführen soll. Und ich rede jetzt gar nicht über die 68er nur in diesem Sinne, weil die 68er waren ja generell, also die Kulturrevolution, wenn man es so beschreibt, eine weltweite Bewegung, wo weltweit mit medialer Schützenhilfe eigentlich ein Umsturz erzielt worden ist,
der was jetzt da ins finale Stadion getragen wird. Ich bin jetzt nicht so der fundamentale Christ, aber man muss schon sagen, dass die Familie im klassischen Sinne den Staat stützt, so wie wir ihn kennen und die ihn zum Einsturz bringen wollen. Und ja, all diese Aktionen, die was heute stattfinden, die zielen einfach immer mehr in diese Richtung hin, dass man sagt, jeder gegen jeden und der Nachbar ist böse und das ist einfach, es sind einfach die Fortläufer der kritischen Theorie. Man muss sich schon vor Augen führen, dass diese Leute sich heute auf Richterstühlen, Redakteurssesseln, auf hohen politischen Ämtern wiederfinden und eigentlich das ganze Nachdenken heute geprägt haben. Ich werde in meinem kommenden Video, das was wahrscheinlich dieses Wochenende rauskommen wird, aufzeigen, dass unser Bundeskanzler in Österreich, Christian Kern, damals der Gründer der alternativen Liste in Simmering war. Die alternative Liste sehr Wien. Geil. Vorher, da werde ich knallhart einmal denen durch die Parade fahren. Die alternative Liste Wien forderte genauso wie die alternative Liste in Deutschland die Abschaffung eines Schutzparagrafen, den ich hier nicht wirklich ausführen möchte, weil ich nicht sicher bin, ob alle schon Abend gegessen haben. Und ja, es ist einfach nur fürchterlich, was man mit uns vorhat. Ich will jetzt gar nicht. Reiß doch mal bitte kurz an, was der Schutzparagraf ist, nur grob. Okay, Mann. Also. Man wollte ganz krass beschließen, dass eben also Unmündige selber darüber entscheiden können, ob Sex mit Erwachsenen haben. Und es ging bis dahin, dass man sogar unter Gewalteinwirkung das auf sie einwirken hat lassen wollte, weil man argumentierte teilweise seit der grünen Vorgänger und teilweise auch seitens der Grünen, dass die Kinder gar nicht wissen, was sie verpassen, um das grob zu umschreiben. Und ja, also ich habe hier fürchterliche Sachen ausgegraben. Ich habe hier vier Bücher reingepfiffen, über 100 Artikel. Und ich werde jetzt ein Video raus, und das was ziemlich entlarvend ist und werde auch eine Forderung Richtung unseres Bundeskanzlers richten, diesbezüglich. Aber um aufs Urthema zurückzukommen, es ist eine Veränderung in der Gesellschaft, die was von allen Mitteln her erzielt werden soll. Und man will uns aus der Angst ins Unglück stürzen. Und man kann das eben dann aufzeigen, wenn man das über Jahrzehnte zusammenfasst, wozu ich mich der Arbeit der Kranz-Brüder, also Dr. Michael Kranz und Güldo Kranz bediene. Und der Knechtl hat ja auch einige gute Sachen zusammengefasst, also Zimmer Knechtl, der Betreiber von Trau kein Promi und Bürgerberg. Dann habe ich mich noch reingelesen in teilweise Parteiprogramme von den Grünen in Deutschland und Österreich und bin zum Fazit gekommen, dass es hier um einen einheitlichen Plan handelt. Jetzt fragt man sich, wieso ich auf die Grünen abgleite, weil wir gerade bei diesem Thema waren. Aber es ist einfach so, dass man einen langfristigen Umsturz erzielen möchte unter dem Deckmantel von Sicherheit, Freiheit und Toleranz und da bei uns ansetzt. Weil leben wir schon in einer freien Gesellschaft, so wie es kaum der Fall war. Aber es gibt eben gewisse Stimmen, die was immer wieder bei uns schreien. Also es können noch so viele Leute einreisen mit Waffen und es kann noch so viel Unglück geschehen. Man wird immer wieder bei uns ansetzen und anfangen dort umzustürzen, weil es einfach ein globaler Plan ist. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, man fängt in Mitteleuropa an, den letzten Wohlstand noch zu zerstören, der da ist, um diesen Umsturz zu erzielen, um uns eben, ich will jetzt nicht sagen neue Weltordnung, es wird anfangen mit einer Zentralregierung von Europa, die was man uns als besser einreden wird, nach der jetzt bald herbeigekünstelten Krise, ne? Ja, ich glaube, da lass mich ganz kurz nur ergänzen. Die Grünen, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, Grüne sind komplett Freimaurerbund. Also Van der Bellen ist ja bekannter und ausgestiegener und ich weiß auch durch einen Freund, dass die Glawischnik in Freimaurerrobe mit Sondergenehmigung im ersten in die Loge geht. Also nur so nebenbei gesagt. Aber ey, jeder fucking Politiker da draußen ist in irgendeiner scheiß Loge. Es ist Ritterorden gegen Freimaurer. Es sind da zwei Parteien im Hintergrund. Du siehst das ja in Österreich mit dem Georgsorden und so weiter und da gegen die Freimaurerbünde. Ne? Ja, aber weißt du, die Malteser und die Rotarier auch noch eine große Rolle bei uns und ja, wir müssen reden später. Wir müssen mal quatschen. Seid ihr denn sicher, dass das Gegenspieler sind oder dass sie nur öffentlich so dargestellt werden? Und hier kommen wir ja zu einem Grundthema. Sind Wahlen eigentlich noch Wahlen? Es ist so, dass ich in den USA zum Beispiel sage, also
Man hat die beide bei den Eiern, denke ich mir mal. Also ich denke mir mal, dass das hier beides gesteuerte Kräfte sind. In Österreich, also es ist generell so, dass ich früher ein Typ war, der was immer aufgerufen hat, Wahlen haben keinen Sinn, geht's nicht wählen und so ein Blödsinn. In Österreich sehe ich jetzt da zum Beispiel, ich habe von Alexander Van der Bellen habe ich in ein Video analysiert. Dabei zeige ich ganz eindeutig auf, dass er Freimaurerkontakte hat und ich zeige ganz eindeutig auf, dass die meisten führenden Politiker in Österreich damals Freimaurerkontakte gehabt haben oder irgendwelchen Geheimbünden oder höheren Vatikan oder Ritterorden angehört haben. Ne? Also so ein innerlicher Bund ist. Ne? Ja gut, aber das ist ja Fakt. Aber sind deshalb alle Freimaurerorden, alle Ritterorden, alle Templerorden, sind die deshalb alle schlecht? Nein, eben genau das. Und so wie es unterschiedliche Logen und Strömungen gibt, gibt es durchaus Typen innerhalb der Freimaurerei, die was ehrenwert und respektabel sind. Generell ist ja mal jede Person, die was für Frieden und ein gutes Miteinander wirbt, eine Person, die was Respekt verdient hat. Und hier darf man nicht pauschalisieren. Wir sind ja selber oft Opfer von Pauschalisierungen. Ne? Aber ich will es nicht herausnehmen, dass hier Mächte sich innerhalb dessen bewegen, die was eben auf das hinzielen, ne? Auf jeden Fall. Also, dass es die da gibt, das ist ja Fakt. Aber man kann jetzt nicht sagen, nur weil der Freimaurer ist oder nur weil der Templer ist oder nur weil der Ritter im Ritterorden ist, dass der deshalb gleich eine böswillige Agenda verfolgt. Das halte ich für falsch pauschalisiert. Ja, aber auch da gibt es dann nützliche Idioten, ja? Ja, auch die gibt es, aber es gibt auch welche, die sind halt keineswegs schlecht und die lassen sich auch nicht als nützliche Idioten verkaufen, definitiv. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Du brauchst deine Logenbeitritt jetzt nicht rechtfertigen hier in der Sendung, Boris. Muss ich nicht? Ach so, alles klar. Ja, aber schau, ich glaube, du kannst eindeutig die zwei Seiten erkennen. Das eine ist dieser Ritterorden, da ist Russland dabei, die ganzen rechten oder viele rechten Parteien in Europa. Und die anderen sind Freimaurer Richtung Westen. Westen also, würde ich gar nicht sagen. Haben wir es nicht schon mal irgendwo besprochen oder war das in einer anderen Sendung, wo ich das gehört habe? Also es gibt, meiner Meinung nach, gibt es dort definitiv viele Agenden und viele Strömungen. Aber es gibt, glaube ich, zwei Hauptströmungen. Der eine ist, beziehen wir es mal hier auf Deutschland, der eine ist halt der er für, sag ich mal, der konservative, patriotische will ich jetzt nicht irgendwie sagen, aber schon so in die Richtung. Der andere ist halt so eher die Richtung, wie wir es mit dem ganzen Atlantikern so haben. Das ist, ich glaube, diese beiden Strömungen gibt es und die beiden haken auch heftig aneinander. Wer war denn das noch? War das nicht, Frankie, ihr hattet das in der Sendung, glaube ich, ne? Hattet ihr das nicht in der Sendung, dass wer war noch hier der Bundespräsident von uns, der gegangen wurde? Der mit der Brille, mit dem Pornoskandal. Wie ist er denn noch? Bundespräsident? Unser Bundespräsident, ja. Aber der ist doch kein Bundespräsident gewesen. War das nicht der mit diesen Pornografie und so weiter? Nein, ich meine unseren Bundespräsident. Nein, das war doch wegen dieser Hotelrechnung da oder irgendwie sowas. Wie hieß da noch hier aus Niedersachsen, hier ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident? Ja, genau. Meinst du der Wolf? Wolf, genau, ja. Genau, Wolf. Ja, Wolf. Mir ist es nämlich auch nicht eingefallen, witzigerweise. Ja, der Wolf ist, da muss man einen Amerikaner fragen, ja. Na, ihr habt doch hier den Hut auf. Super, dass du uns da eingesprungen bist. Ja. Na, ihr habt doch hier den Hut auf, Alex. Da müssen wir euch doch fragen. Ja. Nee, der Wolf habe ich mal auch persönlich kennengelernt. Als ich mal damals bei Hitradio Antenne Niedersachsen war. Bei irgendwelchen Mediennächte in Hannover in die Messe und sowas. War der damals Hausmeister bei euch oder was hat er gemacht? Nein. Der hat erzählt damals, dass Radio braucht Personalities, Leute mit Charakter und sowas. Ne? Und das fand ich mal ganz toll, bis ich mal gemerkt habe, dass er hat mich nicht gemeint. der Wolf. Naja, egal. Egal. Nein, der Wolf war das, ne? Ja, genau, der Wolf. Genau. Und ich glaube, der Wolf, Frankie, das hattet ihr doch in der Sendung, oder nicht, dass es die beiden Strömungen gibt? Ich meine, das habe ich bei euch gehört. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen und auch überhaupt über diesen ganzen Niedersachsen-Sumpf. So,
Aber wo wir gerade dabei sind, lasst uns doch noch mal ein bisschen ein paar aktuelle Sachen noch in der verbleibenden Zeit noch mal ein bisschen ansprechen. Wir haben das Wahltheater in den USA geht weiter, ist ja gerade, können wir von dem Thema vielleicht mal gleich überleiten, wo wir schon mal ansprechen. Es war ja gestern, glaube ich, dieser zweite Showkampf zwischen Hillary und Trump. Und es gab da vorher, wurde ja schon richtig Schmutzwäsche gewaschen, wenn man das so will. Also ich sag mal, das ist ja kaum noch auszuhalten, in welche Farce diese ganze Story da sich, wo sich die ganze Story jetzt hin entwickelt, der Wahlkampf. Also es wird ja immer offenkundiger. Also von daher, dass wir das sowieso schon wissen, dass es ja nur Show ist. Aber habt ihr da was mitbekommen? Es gab ja die Vorwürfe, dass die Hillary dann irgendwie was veröffentlicht hätte, wo Trump sich irgendwie ein minderjähriges Kind geknutscht hat oder so, wo er das irgendwie erzählt. Und gesagt hat, wenn man prominent ist, kann man sich alles erlauben. Und danach hatte irgendwie 3 Stunden später Trumps Team da irgendwie was veröffentlicht über ein Interview mit einem Vergewaltigungsopfer von Bill Clinton, wo die Hillary in dem Sinne die Rolle wohl spielt, dass sie dann auch durch gewisse Bemerkungen dann gesagt hätte, sie möchte sich auch dementsprechend verhalten, also die Schnauze halten, auf Deutsch gesagt, aber natürlich für Frauenrechte sich einsetzt oder auch der Fall, wo Hillary Clinton eine 12-jährige Mandantin hatte, die von einem 41-Jährigen vergewaltigt worden ist, danach 5 Tage im Koma lag, mindestens 10 Jahre auch gebraucht hat, um das psychologisch aufzuarbeiten. Da hat die Hillary Clinton sozusagen diese 12-Jährige vertreten als Rechtsanwältin und hat dort wohl auch unheimlich manipuliert, also sprich die Mandantin als psychisch krank hingestellt. Also sie hätte wohl auch das Verlangen, sexuelle Fantasien mit Älteren gehabt. Also sie, das Opfer, also den Täter zum Opfer gemacht sozusagen und das Opfer zum Täter. Und da sind da irgendwie auch irgendwelche Blutproben verschwunden dann und so weiter, alles unter deren Regie. Also um halt sie dort in diese Richtung dann auch zu denunzieren, dass sie sich ja angeblich jetzt so für Frauenrechte und so weiter einsetzt und so weiter und was sie da halt für Spielchen getrieben. Also es ist ja mittlerweile auf bunte Niveau angekommen, denke ich mal. Spätestens jetzt. Also Hillary Clinton kannst du abschreiben. Es sind die dritten WikiLeaks-Mails, also die Leaks von der Clinton geleakt worden von WikiLeaks, die dritte Tranche. Und da steht Biden hat drinnen, dass sie Kontakt zu ISIS hat und Saudi-Arabien und so weiter sponsert. Die ist weg. Ja, aber es wurde wieder gesagt, sie hätte wieder eindeutig gewonnen. Und zwar hat Trump jetzt, ne? Aber das ist, du merkst halt, wie die Presse eindeutig für einen Kandidaten dort ist, ja, also für die Clinton. Weil ich, sag mal, ich habe jetzt nicht alles geguckt, ich habe mir mal 20 Minuten oder 30 Minuten gegönnt. Und das ist natürlich das übliche Gelaber mit, ja, mehr Arbeitsplätze und Hillary zieht halt ihren Sozialismus dadurch, wir müssen die Reichen mehr besteuern, der andere sagt halt, nein, die Reichen müssen weniger besteuert werden, damit wieder Arbeitsplätze kommen, wir müssen die Firmen wieder zurück ins Land holen, das würde und so weiter. Das ist übliche Gelaber, was wir aus jedem scheiß Wahlkampf kennen, mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand und bla bla bla. Also es ist kaum auszuhalten, aber ich habe da jetzt irgendwie nicht gesehen, dass da irgendwie sich jemand besser geschlagen hätte und so weiter, aber wie gesagt, die Presse tönt halt dort in Amerika, die Medien, dass halt Hillary wieder eindeutig die Sieger war. Also ich habe beide Teile geguckt und ich finde, beide Teile hat Trump ganz klar überzeugt. Dafür für sein Standing auch mit seinem geilen Video, was da rauskam, 2 Minuten, was irgendwie schon aus, wann kam das? 10 Jahre alt oder 11 Jahre alt oder sowas. Dafür hat der Hillary ein nach dem anderen eingeschenkt und ich finde, aus beiden Runden ist Trump ganz klar als Sieger hervorgegangen. Ich habe übrigens mir die Zusammenfassung von Jung und Naiv angeschaut. Unserem Kumpel hier, Thilo Jung und sein Team, und habe das erste Mal, also es ist sein Podcast, und den gucke ich jetzt mal öfter, weil die haben da einen Team, so, ich weiß gar nicht, wer das ist, habe auch den Namen vergessen, aber kann ich nur empfehlen, euch mal, auch jeder, der Thilo Jung halt kritisch sieht, so, euch den Podcast anzugucken von Jung und Naiv. Der Kollege, der da dabei ist, so, da, für den würde ich sogar hin und wieder was spenden, weil der hat echt, also der ist echt neutral und der sieht es halt nicht so links verblendet wie der Thilo manchmal. Und die haben halt auch, die haben halt auch analysiert und die kamen sogar zum Schluss, dass Clinton ganz klar geloost hat da. Oder war es Clinton-Double? Das könnte auch sein. Gute Frage an Alex.
Kannst du mal rausfinden, was wäre, wenn Amerika vor einen Kriegszustand geht, bevor die Wahlen zu Ende sind? Wird dann Obama im Amt bleiben automatisch oder werden die Wahlen, gibt es den Change? Ach Tom, ich spreche davon mal, ich glaube seit Anfang dieses Jahres oder mal Ende letztes Jahres. Ich habe gesagt, nach diesen ganzen Executive Orders, was Barack Obama unterschrieben hat, mittlerweile 23 Stück, ich sehe das Spiel. Ich sehe das Spiel schon seit ein Jahr. Und meiner Meinung ist es ganz einfach, ist, dass die Seiten werden so gespalten, dass mit dieses ganzes Black Thing, diese Black Movement von Soros, was mal finanziert worden ist, dass das bringt die Leute mal so dermaßen auseinander, dass die Wahlen würden mal auf Eis gelegt. Barack Obama warum ich sage wahrscheinlich, weil jetzt im Moment, dass ein General, der herauskam, der nimmt Schritte jetzt Barack Obama mit Beweise ins Gefängnis zu setzen, weil das sind Beweise, dass er hat ISIS Waffen gegeben, genauso wie Hillary Clinton. So, jetzt im Moment immer mehr von diesen WikiLeaks von Assange kommen raus und so weiter. Und man spricht darüber, ist, dass das dauert nicht mehr lange und die beiden würden mal ins Gefängnis sitzen. Aber denn was passiert? Dann hast du mal keinen Kandidaten. Was wird denn passieren? Bernie Sanders wird reinspringen? Hier habe ich mal auch mal was bekommen von In Trend Today, wo Bernie Sanders Rechtsanwalt, der über diese DNC gesprochen hat, Service Corps, mal, das ist diese Debbie Wassermann, die Debbie Wassermann-Schulz, der an die Headquarters vom DNC gearbeitet hat, dass die quasi die Election von Bernie Sanders geklaut haben und jetzt ist der in seinem Badezimmer tot aufgefunden. So diese Kill-List von Hillary Clinton, da steigt immer mehr Leute dran. You know, so ja. Ich bin der Meinung, dass, weil die merken, dass das brennt unter jeder ihrer Arsche, dass deswegen sind diese Executive Orders mal, und ich sehe mit diese, zum Beispiel, wir haben vorher gesprochen über dieser eine General, der mal gesagt hat, dass Amerika das und das und, ey Alter, das war fucking Joseph Goebbels Reloaded. Und das habe ich auch geschrieben. Na, ich habe gesagt, das hört sich an genauso wie Joseph Goebbels damals, wo er gesagt hat, hier, die Deutschen werden mal über die Propagandaminister. Und das ist genau dieses Spiel, was ich da sehe. Und wenn das passiert, wenn Hillary ins Gefängnis kommt und Barack Obama tatsächlich ins Gefängnis kommt, also, Alter, da sehe ich dann, die Militär übernimmt mal die Führung von den USA, da wird Kriegsrecht mal herausgerufen und dann geht's richtig los, ne? Aber hier hat gerade der Renio im Chat geschrieben, das deutet auf die Bibel hin, erst hatten wir den brennenden Busch, ja, 9-11, und jetzt kommt Trump, the Trumpet, weißt du, die Trompeten. Ja, ja. Tja. Hier muss man auch noch anfügen, dass die Familie Trump damals Trumpf geheißen hat und sich auf Trump umbenannt hat, was eindeutig auf kabbalistische Hintergründe hindeutet, weil der Trumpf als Karte der Joker. Ja, so wie der Joker ist. Das heißt, sie ist eine der niederträchtigsten, aber auch eine der einflussreichsten Karten. Und allein das ist schon ein Hintergrund. Dann gibt es noch Fotos von Trump mit seinem Vater zusammen, mit eindeutiger Armhaltung und so im Skull & Bones Orden. Ich will jetzt hier nicht so arg konspirativ wirken, aber es gibt einige Indizien, die darauf hindeuten, dass hier alles aus derselben Richtung kommt. Und das, mit dem wir uns beschäftigen, vielleicht eher sogar nur Schaukampf ist, der was medial noch groß inszeniert wird. Wir erinnern uns, dass Trump damals schon bei den Wrestler aufgetreten ist und Hillary ja auch mit medialer Unterstützung mit Pauken und Trompeten ins Rampenlicht gerückt wurde.
Also, ja, und interessant ist ja auch noch, wenn, weil genau so ist es ein Schauspiel, was uns geboten wird. Aber interessant ist, wenn jetzt tatsächlich diese WikiLeaks-Geschichten Relevanz besitzen, also so wie Tom gemeint hat, also dass da solche Dinge kommen, die Clinton dann untragbar machen. Hey, wir haben ja vorher erst von WikiLeaks gesprochen, so und Assange. Und dann würden wir wieder sehen, wie das wieder in die große Regie reinführt. Ja? Also, wie einfach die Dinge benutzt werden in einem Theaterstück. Ja? Der ist voll russisch und das hat Gründe, warum die Amerikaner ihre Gesetze ändern, dass Cyberangriffe und so weiter einen Kriegsfall auslösen können. Die Clinton hat, und das zeigen ja auch ihre Leaks in den ersten zwei Tauschen, versucht, Russland, sie sagte permanent, Russland ist für diesen Leak verantwortlich. Russland ist für den Leak verantwortlich auf ihren, auf diesen Mail-Account, wo eben diese ganzen Mails und von ihrem Berater gehackt worden sind. Und im Endeffekt war es ein russischer Hacker, ob der jetzt mit der Regierung zusammenhängt oder nicht. Völlig egal, aber WikiLeaks ist für mich mittlerweile voll auf dieser russischen Seite. Und die releasen das genau zu einem Zeitpunkt. Bitte, die haben angekündigt, dass sie das bis zu den Wahlen alles raushauen werden. Also, die wissen okay. Genau, was da abgeht. Darf ich mal kurz, weil ich muss mal gleich ausklinken, weil ich habe noch eine Sendung bei Radio Emergency. Paar Sachen, dass ich mal kurz mal reinschmeißen will. Donald Trump ist der 9. Cousin, das ist festgestellt von Hillary Clinton, von Gynäkologen. Nummer 1. Nummer 2, egal wer gewinnt, Hillary oder Trump. Trumps Kandidat für das ökonomische Ministerium ist der Typ, der Direktverbindung an dieses DAPL, das ist diese Dakota Access Pipeline. Na, da wird dieser Typ, der mal das Ding einleitet jetzt im Moment, der ist der Kandidat für Donald Trump als ökonomischer Minister. Na, das ist Nummer 1. Nummer 2, Hillary Clinton hat andererseits von der DAPL, das ist diese Dakota Access Pipeline, $6 Millionen bekommen für ihre Wahlkampfkampagne. So, es spielt keine Rolle, wer das drin ist. Wir sind sowieso mal in die Scheiße denn. Hier schreibt jemand, dass der russische Hacker sogar tot sein soll. Nein, das soll dann mal linken, das kann ich nicht bestätigen. Ja, okay, vielleicht mal Link in den Chat mit reinposten, können wir das mal überprüfen. Naja, ja, okay, Alex, dann verabschieden wir dich recht herzlich. Du hast jetzt gleich Live-Sendung. Schön, dass du wieder dabei warst und viel Erfolg. Ja, und Oliver, vielen Dank, dass du mal die Zeit für uns genommen hast. Und ich schicke meine Grüße natürlich und nach Österreich. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier auf NASA. Gentlemen, noch. Schönen Abend dir noch. Ich habe mich gefreut über den Kontakt. Also ich muss mich jetzt auch schon ausklinken, Alex. Okay. Ich werd dich mal anschreiben, damit wir uns adden gegenseitig. Sehr schön. Freue ich mich. Ja. Okay, fein, Leute. Ciao. Ansonsten möchte ich auch Danke an die Runde und an die Zuschauer draußen sagen. Besucht meinen Kanal und vor allem danke an dich, Michael, fürs Dabeisein. Ja, gerne. Also wie gesagt, also schade, dass du schon los musst. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, Olli, aber okay. Ja, ich bin leider zeitlich sehr, ja. Ja, alles klar, also vielen Dank, dass du auf jeden Fall... Ich bin meinen Zuschauern einiges schuldig und jetzt kommt gerade ein großes Video, also... Alles klar, du willst doch was machen, okay. Ja, also vielen Dank, dass du da warst, dass das alles so unkompliziert geklappt hat und dir natürlich, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg und ich bin gespannt auf deine nächsten Videos. Vielen Dank. Alles klar, ich hoffe, wir hören uns wieder, gell? Ciao, mach's gut. Bis dann, ciao. Ciao, Olli. Ja, also, das war der Olli. Vielen, vielen Dank. Trolls auf Vienna. Wie gesagt, besucht seine Webseite und natürlich bei Trolls auf Vienna YouTube eingeben, kommt ihr natürlich auch auf seinen Kanal. Ja, also wie gesagt, Wahlkampf, heißes Thema. Wollen wir das Thema noch ein bisschen ausführen, Frankie, Boris, Tom? Ja, gibt da noch ein paar Dinge zu erzählen, oder? Dann leg los. Mann, mir fällt gerade nicht ein. Okay. Ich würde mal ein Ding aus dem Chat aufgreifen, so was ich mir nämlich auch schon eine Weile denke. Es geht darum, einer hat hier geschrieben, ich meine, was heißt schon Cousin 9. Grades? Ist das wirklich eine enge Verwandtschaft? Ich bin mir da auch nicht so sicher, aber ich glaube, wenn du über 9 Stellen mit jemandem verwandt bist, das sind die meisten irgendwie miteinander verwandt. So schlimm ist es gar nicht. Ich habe mich da mal ein bisschen beschäftigt, weil ja quasi alle Präsidenten irgendwie Cousins, wie wilden Grades auch immer sind oder sonst wie verbandelt. Und so hart ist es nicht. Also es ist schon irgendwo
eine Quelle dort der Blutlinie gewesen. Also 9 aber Grad über 9 Grade. Ich meine, weißt du, wenn ich jetzt bei mir so gucke, meine Familie, ich habe auch schon ganz viele Cousins, aber das ist nur ersten Grades. Und ich meine, wenn man das hochrechnet auf 9, das ist ja dann auch irgendwie, das wächst doch exponentiell. Ich meine, da hast du 100.000 von Verwandten irgendwo. Ja, sie sind ja auch beide irgendwie von dem Duke of Lancaster, Sohn von König Edward III. Aus England verwandt. Ich meine, man muss das so sehen, die Wissenschaft bestätigt ja mittlerweile, dass in unserer DNA ziemlich viele Informationen gespeichert werden können. Ich meine, ich verweise immer so auf das Spiel Assassin's Creed. Ich glaube schon, dass diese Blutlinien sehr viel Information weitergeben. Und alle für dieses göttliche Schauspiel. Ja, ansonsten... Ja. Hab ich auch an den Blutlinien gibt es keinen Zweifel. So. Das ist klar, dass die da laufen. Ja, ja, ansonsten habe ich auch noch einen interessanten Artikel heute mitgebracht zum Thema GEZ, wenn ich den mal bearbeiten soll. Ja, gibt alles. Okay. Und zwar habe ich vom Kollegen Volker einen Artikel aus der lokalen Zeitung heute mal zugeschickt bekommen. Da geht es um das Thema GEZ. Ich muss mal ganz kurz hier noch was umschalten. So, wo habe ich denn jetzt das Bild? Ich blende diesen Artikel mal ein. So, und werde ihn auch mal anlesen. Ihr wisst ja alles, in Tübingen gab es da gerade wieder ein neues Urteil. Und hier ist aus der Zeitung, einer Lokalzeitung in Arnsberg, GEZ kann Amtshilfe nicht mehr leicht einfordern. Tübinger Gerichtsurteil stärkt Position der Stadt Arnsberg zum Eintreiben von Rundfunkgebühren. Arnsberg, die Position der Stadt Arnsberg gegen die Verwaltungsvollstreckung für die GEZ, wie berichteten, wird jetzt von der Rechtsprechung unterstützt. Das Landgericht Tübingen entschied in einem Urteil, dass es sich bei den Rundfunkanstalten um Unternehmen und nicht um Behörden handelt. Das bedeutet, die gängige Praxis der Rundfunkanstalten zur Durchsetzung von Forderungen gegenüber Rundfunknutzern auf behördliche Vollstreckungsbescheide zurückzugreifen, ist unzulässig. Tata. So. Im konkreten Fall hatte eine Gläubige gegen eine solchen im Auftrage des SWR angeordneten Zwangsvollstreckung geklagt. Also, liebe Freunde, das ist eine Vorlage, dieses Urteil natürlich, dass wir verwandeln müssen. Alle, die mit GEZ Probleme haben, beziehungsweise vollstrecken, Vollstreckungsbescheide bekommen haben und so weiter, nehmt euch das Urteil, arbeitet euch da rein. Es gibt sicherlich auch schon viele, die das gut vorbereitet haben. Das ist, denke ich mal, etwas, was uns auf jeden Fall zumindest jetzt erstmal bei der Vollstreckung gegenüber der Stadtkassen und so weiter und Gerichtsvollzieher natürlich stark macht. Wie das Ganze dann weitergehen soll, das ist eine andere Frage. Sie werden es dann vielleicht versuchen über Inkasso-Unternehmen oder so, aber das ist ja dann noch leichter abzuwehren in der Regel. Ja, also wie gesagt, hier steht es auch nochmal eindeutig drin, ja, dass es keine Behörde ist. Dementsprechend, das ist ja auch ein Argument gewesen, jeder kann mal in sein Verwaltungsverfahrensgesetz gucken. Also sprich, es gibt ja ein übergeordnetes Verwaltungsverfahrensgesetz und es gibt jeweils ein Verwaltungsverfahrensgesetz für das sogenannte Land. Und überall dort, wo Rundfunkanstalten der Länder auch da sind, wie zum Beispiel Bayern oder Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen und so weiter, ne? Also dort hat man auch immer in diesem Verwaltungsverfahrensgesetz des jeweiligen Landes explizit drinne stehen, auch dass eine Amtshilfe, ja, meist Paragraph 2 ist das dort, Vollstreckung, Amtshilfe, dass das nicht, also oder beziehungsweise dass dieses Verwaltungsverfahrensgesetz nicht anzuwenden ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel steht es nicht drin, weil Mecklenburg-Vorpommern ja keinen eigenen Rundfunk hat, sondern ja den NDR mit benutzt, der ja wiederum in Hamburg sitzt. Aber da ist es zum Beispiel so, im Verwaltungsverfahrensgesetz Paragraph 7 meines Erachtens nach im Mecklenburg-Vorpommern-Verwaltungsgesetz steht halt drin, dass wenn jemand eine Amtshilfe stellt oder Antrag stellt, gilt immer das Recht des Antragstellers. Das heißt, in dem Moment, der NDR stellte Mecklenburg-Vorpommern
man auch einen Antrag zur Amtshilfe, zur Zwangsvollstreckung dieser Gebühren. Und dann gilt aber für den NDR das Hamburger Verwaltungsverfahrensgesetz. Und in diesem Hamburger Verwaltungsverfahrensgesetz steht halt drin, dass es nicht anzuwenden ist für den Norddeutschen Rundfunk. So, mit dieser Argumentation sind wir immer auf Granit gestoßen bei den, für mich vorsätzlich Kriminellen, gerade auch in der Stadt Rostock, das muss ich einfach mal so sagen. Und jetzt ist es hier nochmal bestätigt worden durch das wieder Tübingen. Und wie gesagt, macht euch das zunutze und da gilt es auch, diesen Laden endlich lahmzulegen. Ja? Das wollte ich einfach dazu nochmal sagen. So. Ja, das ist ein heftiger Fund. Stell's doch mal in den Chat auch eben rein. Da könntest du ja mal unter das Video packen, aber das Ding sollte ja verteilt werden. Ach so, diesen Artikel. Ja, okay, aber wie gesagt, das Urteil in Tübingen kann man natürlich, glaube ich, auch aktuell suchen. Ist auch auf einschlägigen Seiten und auch durch Facebook, denke ich, gegangen. Also neues Urteil Tübingen GIZ, einfach nochmal googeln. Das findet, glaube ich, dann jeder. Also das ist jetzt auch populär natürlich. Aber wie gesagt, interessant halt nochmal, dass auch in der Lokalzeitung das genauso aufgegriffen wurde oder die Stadt auch diese Position vertritt. Nicht nur, dass sie natürlich sich beschweren darüber, dass diese 23,50 €, die sie dafür kriegen, natürlich hinten und vorne nicht reicht, gerade bei so Leuten wie uns, die natürlich sich dort mit Händen und Füßen wehren, diesen Kram zu bezahlen, dann muss man natürlich schon ein bisschen mehr Verwaltungsarbeit betreiben und das geht praktisch zu Lasten dieser Stadtkassen. Also sie machen praktisch dadurch ein fettes Minusgeschäft. Aber genau das ist auch eine gute Strategie, wie ich immer sage, sie müssen an ihrem eigenen Verwaltungsmüll ersticken. Ja? Da hat man dann auch schon, so kann man sie auch halt in die Knie zwingen, ja, weil es sind letztendlich irgendwie alles Unternehmen, sie müssen auch wirtschaftlich arbeiten. Und wenn sie dazu buttern, ist es dann halt auch schlecht für die Stadtkasse. Ne? Ja, absolut. Aber ist es denn notwendig jetzt? Also bisher haben wir doch alles, so wie wir bisher gefahren sind, alles abgewiegelt, oder? Das Problem war ja immer, dass zum Beispiel, also ich persönlich jetzt damit weniger Probleme hatte, also dort auch sehr vernünftige Leute in der Verwaltung persönlich kennengelernt habe, die sich von den Argumenten haben überzeugen lassen und haben gesagt, okay, wir geben das dann erstmal zurück. Das fand ich sehr fair und das war auch in ihrem Bereich, wo sie den Spielraum hatten. Aber ich habe natürlich gerade in Rostock ja wirklich unglaubliche Arroganz und Dummheit erlebt und Frechheit, wie dort mit Leuten, die wirklich vernünftig argumentieren, sachlich argumentieren, den Leuten die Gesetzeslage eigentlich auch erklärt haben und vorgelegt haben. Und dort wird einfach vollstreckt. Und Leute, die ihr davon betroffen seid, jetzt seht zu, dass ihr vielleicht jetzt auch diese Städte verklagt oder wie auch immer und diese Leute zur Verantwortung zieht. Weil das ist auch eine Strategie, die wir fahren müssten und können. Also wer das kann, wer da vielleicht die Zeit, die Nerven und vielleicht auch das bisschen Kleingeld für einen Anwalt vielleicht dafür auch dann hat, in dem Moment, sollte das durchziehen, damit da auch Präzedenzfälle geschaffen werden. Ja, dass diese Typen, die dort in der Verwaltung sitzen und so regieren wie ein Landvogt, der endlich auch auf die Finger gehauen wird. Aber das richtig, ja. Also wie gesagt, das wäre absolut mein Vorschlag dazu. Wie gesagt, in Rostock wurde dann zum Beispiel einfach das Geld vom Konto abgezogen. Ja? Und alle, die daran beteiligt waren und die darauf hingewiesen wurden, wie auch die Sparkassen und so weiter oder Banken, in welchem Fall auch immer, ja, die alle damit konfrontieren und ihnen zeigen, dass sie hier sozusagen kriminelle Handlungen durchgeführt haben letztendlich oder ungesetzliche Handlungen, sagen wir es erstmal so, ja. Aber sonst, wir haben ja ein paar Mal die Empfehlung weitergegeben, also ich habe jetzt noch nichts gehört, dass da irgendwer jetzt wirklich im Endeffekt zur Kasse gebeten wurde. Also scheinbar hat es auch, obwohl die Jungs jetzt hier, wo wir uns letztes Mal drum gekümmert hatten, mich ist schon ein bisschen her, da ist auch nichts mehr gekommen und die waren jetzt wirklich nicht Firmen. So, die haben einfach nur diesen Brief, den wir da als Vorlage haben, dorthin geschickt, haben dann nochmal einmal drauf reagiert und dann haben sie nochmal, also die hat die Stadt nochmal versucht, da irgendwie das zu entkräften, hat aber, haben dann nicht mehr drauf reagiert. Und seitdem haben die auch nichts mehr gehört.
Ja gut, also das hat immer noch nichts zu sagen. Also es gab dann auch bei Bekannten von mir halt dann auch mal wirklich ein Dreivierteljahr nichts, ja, dass man nichts gehört hat. Und dann kam wieder ein Angriff und dann kam irgendwann diese Vollstreckungsankündigung. Ich habe auch Fälle, da ist auch jetzt bis jetzt nie wieder was passiert, ja. Also das wurde dann einmal abgebügelt, dann bekam man nochmal irgendwie vom Kreditreform, die sich da auch mit reinhängen, einen Drohbrief, auf den wir dann auch dementsprechend reagiert haben, dass sie bitte diese unterschwelligen Drogen lassen sollten, ansonsten gibt es da auch mal eine Klage, ja, weil wir uns hier bedroht fühlen und sie haben weder eine rechtliche Grundlage, noch ist ihr Mandant, also der Beitragsservice, rechtsfähig, also vielleicht haben sie da in ihrer juristischen Ausbildung nicht aufgepasst und dann kam tatsächlich 3 Tage später ein Entschuldigungsbrief von denen, das war ja nicht so gemeint. Ne? Michi, erklär das doch nochmal eben mit der Rechtsfähigkeit. Also das ist ja der Schlüsselpunkt quasi. Ja, der Schlüsselpunkt ist der, dass der Beitragsservice ja eine nicht rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung ist. Und wenn jemand nicht rechtsfähig ist, dann ist er halt nicht rechtsfähig, dann kann er keine Geschäfte abschließen. Also es ermangelt ja an ganz, ganz vielen Punkten bei dieser Geschichte juristisch. Ja, da gibt es ja tausende von Ansätzen. So, und dann gab es ja auch das, was das Tübinger Landgerichtsurteil damals auch nochmal bemängelt hatte, dass halt auch nicht ersichtlich ist, dann auf diesen Vollstreckungsersuchen. Da steht dann links auf einmal vorher stand der Beitragsservice nur drauf, dann haben sie es wieder geändert, dass da doch dann NDR oder die Rundfunkanstalt draufsteht, aber rechts die Adresse des Beitragsservice, also es war gar nicht erkenntlich, wer ist denn jetzt hier nur Gläubiger. Diese Dinger waren weder unterschrieben, ja, von irgendjemandem, der dann auch irgendwie eine Verantwortung übernimmt und so weiter. Das sind Dinge, die auch in der Form schon ermangeln. Also es ist alles ein groß angelegter Schwindel und Betrug und das kann man halt nur mit gewissen Druck sozusagen oder Willkür dann durchziehen. Und da gibt es halt immer noch willfährige Typen und ich möchte, dass diesen Leuten endlich auf die Finger gehauen werden. Diese Typen, die sich in den Ämtern, sogenannten Ämtern oder Behörden, hier wie die Landvogte aufführen und uns dann sogar Hausverbot geben, ja, obwohl es gab wieder eine lautstarke Auseinandersetzung, es gab einfach nur eine sachliche Auseinandersetzung. So, also diese Leute, die müssen endlich auch eins auf die Finger bekommen. So, jetzt schreibt gerade der Tom, er muss los, dann wollen wir Tom auch nochmal verabschieden und dann können wir dann auch langsam zum Schluss kommen. Tom, dann erstmal vielen Dank, dass du da warst und ja, was gibt es bei dir demnächst Neues? Gute Frage, morgen wieder weitere Folge von Toms Updates. Ansonsten, weil aus meinen Augen habe ich jetzt ein neues Video gemacht, wenn es mich interessiert zur Realität und ansonsten die Leute, die den Kanal verfolgen, sehen das dann eh. Keine Ahnung, was der morgen bringt. Alles klar. Gut, ich wünsche dir einen schönen Abend. Viel Spaß euch noch. Danke. Dir auch, danke. Ciao. Bye-bye, Tom. Ja, okay. Ja, bevor wir zum Ende kommen, eine Frage hätte ich noch. Vielleicht, Micha, kannst du darauf noch eingehen? Ganz aktuell hier in Berlin, was haltet ihr von dem Brand im Europacenter? Ja, war wieder sehr symbolisch irgendwie, ne? Ist er gelöscht worden jetzt eigentlich bis jetzt? Oder ja, ja. Das Ding? Also es war wohl irgendwie eine Holzkonstruktion auf dem Dach, so eine Art, keine Ahnung, so eine Art Biergarten oder sowas, was da oben war. Und die ist da wohl in Brand geraten, warum auch immer. Das ist bis jetzt noch nicht wohl raus. Also jedenfalls zum Stand jetzt vor der Sendung habe ich jetzt keine Nachrichten dazu gesehen, weiß ich, ob es aktuell da neuere Erkenntnisse gibt. Ja, es sah schon lustig aus, in Anführungszeichen, wie dann oben der Mercedes-Stern kreist und daneben die Rauchsäule, ja. Aber ja, zum Glück war es nichts in Richtung Terror. Jedenfalls kann ich das, denke ich mal, ausschließen, was auch immer jetzt dazu geführt. Vielleicht war es auch wieder eine Klimaanlage oder ein Samsung S7, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da angefangen hat zu brennen. Ja, ansonsten ja, fand ich es jetzt nicht so weiter spektakulär. Nee, nicht wirklich. Ja, ich meinte auch nur eher die Symbolik, und was ja gerade heute war. Ich meine, der Rauch, der Mercedes-Stern, dazu ist ja dieses Gebäude, ist ja auch eine Art Wahrzeichen von Berlin. Als es gebaut wurde, war das größte Gebäude der Stadt. Das hat schon eine besondere Bedeutung. Und dann irgendwie ist es auch eine komische Geschichte, dass da oben eine Holzkonstruktion Feuer fängt. Naja, muss man kein großes Ding draus machen, aber es ist halt, die Symbolik ist schon interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ein Thema. Wollen wir das noch aufmachen oder wollen wir es belassen dabei? Kommt drauf an, welches Thema. Ja, hier unser Trollthema. Wir sind doch nominiert worden. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen, so ein paar explizite Trolle. Also können wir auch beim nächsten Mal machen. Frankie, wie sieht es bei dir aus?
Also ich wäre schon noch dabei, so, ja, wenn es jetzt ja gerade ansteht. Ja, Frankie, da erste Frage erstmal. Seid ihr da schon mal, ihr seid jetzt noch nicht so weit unter den Trollen oder in die Trolllandschaft reingeglitten. Habt ihr da schon jetzt mal, seitdem ihr die Zuhörerschaft bei euch gestiegen ist, habt ihr da irgendwelche Kontakte schon gepflegt mit Trollen oder wurdet ihr schon getrollt? Ich habe noch bisher, also ja, das gibt schon, aber ich pflege eben da keine Kontakte. Also ich. Ja, ich meine. Ich meine, es ist halt so in dieser Internetwelt, ja, dass halt dieses Phänomen gibt und ich nehme es halt hin. Versuche dem auch selber relativ wenig Energie zu geben. Psiram-Eintrag habt ihr noch nicht, oder? Habt ihr schon einen? Weißt du das? Keine Ahnung, also ich gehe nicht auf deren Seite, das schaue ich mir gar nicht an. Ja, Michi, erzähl doch mal, wir sind nominiert worden. Dann kann ich gleich da ein bisschen zu ausholen. Ja gut, das hatten wir, glaube ich, letztens ja schon erwähnt. Ne? Das war jetzt, wir sind, glaube ich, für den goldenen Aluhut in Silber, für den goldenen Aluhut nominiert worden. Und du bist ja selbst auch persönlich fürs goldene Brett vom Kopf, glaube ich, nominiert worden. Und die lockere Schraube. Und die lockere Schraube auch noch, okay. Ja, wir sind also in allen Trollverleihungen voll aktiv. Ah, alles klar. Ja, man sieht am Duktus eigentlich, also es sind ja Einzelpersonen, die dazwischen, wir hatten das ja schon mal aufgegriffen, zum Beispiel, wie hieß der Troll, der sich gerade hier wieder bei uns breit gemacht hat, die von auch gerade gekickt habe, dieser Frank Goldmann oder so, ja, ich meine, wenn er schon anfängt mit Schwurbel und so, das sind genau dieser Duktus, den sie immer verwenden in jeder Nominierung, Schwurbelei über das, Schwurbelei über jenes. Mit Herrn Goldmann hatte ich ja dann auch schon mal persönlich Erfahrungen über Facebook gemacht und so weiter. Also absoluter Troll und gehört halt wahrscheinlich zu dieser Gwupp-Psiram-Kiste-Clique da irgendwie in dieser Richtung. Beziehungsweise hier, was es da alles noch so gibt an System-Heinis wie der Niederreiner und wie sie alle heißen. Also wie gesagt, sie haben mir jetzt auch gerade, nachdem ich sie benannt habe, dann das Profil lahmgelegt bei Facebook. Also ich musste praktisch, wurde mein Name auf einmal nicht anerkannt. Dann habe ich mal gleich zur Abschreckung Facebook meinen Presseausweis hochgeladen und natürlich aber auch geschwärzt mit allen Daten, nur halt, dass der Name der Person, ja, die ich ja eh nicht bin, zu sehen war. Aber dann war auch wieder alles okay, aber so ist das halt, stänkern die halt rum, diese Kleingeister, und es ist ja auch kaum einer ausgenommen, also es ist, glaube ich, fast jeder dort auch nominiert, der so rumkeucht und fleucht in irgendeiner Form auf YouTube, zumindest beim Aluhut oder sowas. Also es ist ja wirklich niveaulos bis zum geht nicht mehr. Und ja, was will man dazu sagen? Habt ihr von diesen YouTube-Heroes gehört? Ja. Das ist natürlich dann die nächste Stufe. Ne? Habe ich mich schon angemeldet. Ja, wir melden uns auch an, natürlich, ganz klar. Ja, sicher, sicher. Ich habe da noch einen Fall aufgetan, der ist ziemlich aktuell. Und zwar haben wir ja schon öfter das Thema Impfen gehabt. Und dort bin ich auf was gestoßen, das ist schon puh. Also da hat es mir erstmal die Sprache verschlagen. Also es gibt einen Bundesverband für Impfschutzverband, heißt der impfschutzverband.com. So, das ist der Bundesverband für Impfschaden oder irgendwie so ein Bundesverband Impfschaden e.V. So, und diesen gibt es wohl schon etwas länger. Und jetzt konnte man im Netz hier und da lesen, dass dieser irgendwie übernommen wurde. So wurde getitelt. Oder so wird halt von verschiedenen Mitgliedern auch oder teilweise vom Vorstand oder auch von anderen Leuten. Die Angelika Müller hat ja auch schon mal was drüber geschrieben. Wird dort betitelt, dass dieses Ding übernommen wurde. Und zwar scheint das ein Familienclan zu sein. Wie genauso, habe ich mich noch nicht hintergesetzt, wer jetzt da welche Funktion hat. Ich glaube, die Mutter ist Vorsitzende, der Sohn ist da irgendwie federführend oder wie auch immer. Und dieser Bundesverband für Impfschaden, beziehungsweise der Vorstand hat dann es so weit getrieben, dass die wirklich relevanten Mitglieder, die dort wirklich die Arbeit verrichtet haben, rausgemobbt wurden, beziehungsweise einfach verabschiedet wurden oder freiwillig gegangen sind auch.
Die haben jetzt einen eigenen Verein, glaube ich, aufgemacht. Aber diese Impfschutzwand ist halt ziemlich interessant. Vor allem dieser Typ, der dahinter steht, heißt irgendwie Thorsten Schmid oder so. Hat, glaube ich, auch ein paar andere Namen. Wenn man auf sein Facebook-Profil geht, jetzt hat er, glaube ich, das Facebook-Bild geändert. Vorher hat er so eine Peitsche, wo also hinten in der Hand, beide Hände hinterm Rücken zusammengefasst und dauert eine Peitsche drin. Also der scheint so ein kleiner SM-Freak zu sein, wie auch immer, soll ja jeder nach seiner Fasson. Aber er scheint auch wohl, so wie es ist, verschiedene Mädels, also der ist auch in der Swingerclub-Branche und hat auch verschiedene Pornoseiten am Laufen. Und er scheint wohl auf diesen Treffen oder auf irgendwelchen Vereinigungen von diesem Verein, scheint er wohl sogar also Mädels angesprochen haben, die scheinbar einen Impfschaden haben oder wo das Kind impfgeschädigt ist, habe ich auch immer. Also schon gebeutelte Mädels hat er da halt irgendwie mal auf seine Lustwiese locken wollen. Und das ist schon eine ziemlich strange Story, weil das ist der Bundesverband für Impfschaden und wenn der sich so in so einer Szene bewegt, so, finde ich schon ein bisschen komisch. Und dadurch bin ich drauf gestoßen, dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und dann hat dieser Typ es wirklich gewagt, Anzeigen rauszuhauen, zum Beispiel an irgendein Mitglied oder Vorstandsmitglied, ich weiß nicht, wer das genau war, hat er die Bundesführerscheinstelle oder irgendwen Führerscheinstelle angeschrieben, dass dieser Dame doch unbedingt der Führerschein weggenommen werden soll. Und nur solche Aktionen, also es gibt dort einen Verein quasi, der übernommen wurde, der sich jetzt als für uns, sag ich mal, als gut darstellt, weil er sich mit Impfschäden beschäftigt, aber im Endeffekt scheinbar nur auf Kohle aus ist und auch ziemlich zwielichtige Gestalten im Hintergrund sich dort bewegen. Und das wurde jetzt von verschiedenen Leuten schon aufgegriffen. Und dieser Typ, der droht halt sofort mit einer Anzeige und droht sofort rechtliche Schritte an und also alle solche Sachen. Und ist, also recherchiert das mal. Also jeder, der mit Impfung zu tun hat, recherchiert mal diesen Bundesverband für Impfschaden. Ich stelle noch mal ein Dokument unten drunter, weil das Thema müsste eigentlich öffentlich gemacht werden, weil wir haben schon genug zu kämpfen mit den Vollidioten vom Staat und von der Pharma, die da ihre Fälle wegschwimmen sehen. Da brauchen wir jetzt nicht noch einen, der die ganze Szene quasi unterwandert und spaltet. Also die versuchen da auch Mitglieder abzuwerben und so. Das passieren richtig strange Dinge. Also schaut mal, Bundesverband Impfschaden, recherchiert das mal ein bisschen, dazu wird es auch bestimmt die nächsten Tage noch ein bisschen was im Netz geben und sowas sollten wir uns halt nicht wirklich antun. Ja, okay. Ja, Frankie, hast du noch was dazu beizutragen? Ansonsten frage ich dich natürlich obligatorisch, ihr seid ja morgen auch wieder am Start. Was wird es morgen bei euch geben ansonsten? Ja, wir haben morgen einen Gast bei uns, oder ich glaube sogar zwei Gäste. Der Georg Heinrich wird bei uns sein und es geht so darum, das ist ein ganz junger Typ und der nimmt sich jetzt gerade so eine Auszeit im Leben und wandert durch die Lande. Und mit dem wollen wir mal ein bisschen plaudern. Ne? Ah, okay, alles klar. Ja, ansonsten, die anderen Jungs sind ja alle schon, haben ja schon das, unsere Sendung heute verlassen. Ja, wir haben ja schon gesagt, Donnerstag sind wir dann am Start mit Dr. Weinberger, Psychologe. Wie gesagt, er hat ja damals den Gustl Mollat praktisch das Gutachten für ihn geschrieben, das Gegengutachten. Und wird natürlich auch über Gustl Mollat erzählen, beziehungsweise passt das natürlich auch in das Muster seiner Story, die er uns zu erzählen hat, was sozusagen los ist in dieser Psychiatrie, Gesellschaft, in der psychiatrischen Gesellschaft sozusagen. Wir werden das Thema Gender Mainstream aufgreifen, mit dem er sich ausgiebig beschäftigt hat. Und ja, es wird, denke ich mal, eine spannende Sendung. Er ist ein alter, erfahrener Haudegen und ein sehr netter Mensch. Wir haben ihn, wie gesagt, schon im Vorgespräch ein bisschen kennengelernt und haben schon ein bisschen interessant miteinander gesprochen. Und wir freuen uns sehr. Es ist, wie gesagt, der erste Bundesverdienstkreuzträger, der hier auch bei uns im Kulturstudio dann zu Gast sein wird. Ja, Boris, ansonsten haben wir noch was loszuwerden? Nö, nicht wirklich. Achso, wir können noch mal einen Kongress ankündigen. Jeder, der auf Physik und Grenzwissenschaften steht, am 22. Oktober
Ja, 22. diesen Monats ist in Saarbrücken der 4. Grenzwissenschaftskongress. Da sein wird, jetzt lass mich lügen, einmal der gute Klaus Volkhammer, den wir auch schon im Gespräch hatten zur Feinstofflichkeit. Dann wird Rick Simpson dort sein, Hanföl, wie man Krebs quasi mit der Cannabis oder der Hanfpflanze halt oder dem Cannabisöl oder wie auch immer. Und Keynote-Speaker wird Nassim Haramein sein, den ich sehr verehre aufgrund seiner Forschung. Ich stelle ihn auf jeden Fall mit Tesla auf eine Stufe. Er hat ganz, ganz neue Ansätze, wie man die Physik und wie man unsere Welt zu betrachten hat. Und vielen wird er wahrscheinlich geläufig sein. Also einfach mal ein bisschen schauen. So findet ihr bei Facebook, glaube ich, auch eine Seite, wo ihr nähere Infos zu kriegt. Aber da bin ich gespannt. Ich werde auch vor Ort sein und bin sehr gespannt, den Nassim das erste Mal live zu sehen, weil der hat mich doch schon sehr geprägt in meinem Weltbildverständnis. Ja, ansonsten, was ist noch los? Ich glaube, das war es erstmal, oder? Ja, okay. Ja, bedanken können wir uns nochmal bei allen Spendern auf jeden Fall. Wir haben uns ja jetzt gerade eine Kamera zulegen können. Eine sehr gute, womit wir auch wahrscheinlich demnächst mal weitere Projekte angehen werden. Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank natürlich auch an alle Unterstützer von Kulturstudio. Vielen Dank an alle Unterstützer, logischerweise auch von Radio Emergency, unterstützt die Jungs auch weiterhin, die auch gute Arbeit machen. Und ja, wie gesagt, wir hatten jetzt das Glück, dass wir tatsächlich einen großzügigen Spender hatten, den Manu, der uns sozusagen es ermöglicht hat, eine professionelle Kamera zu kaufen. Es ist nicht die, die ihr jetzt seht, das ist leider meine Webcam, weil anders funktioniert es leider noch nicht mit dem Programm, aber da arbeite ich auch dran, dass ich vielleicht dann auch über die gute Cam dann auch übertragen kann. Wie gesagt, lasst da nicht nach, unterstützt uns. Wir können dadurch halt auch immer mehr ableisten, zum Beispiel auch dann Gäste einladen, hier vielleicht direkt ins Studio. Das ist ja ein Format, welches ich immer noch in Planung habe und das wird auch wahrscheinlich demnächst bald starten, beziehungsweise auch mal zu einem Gast hinfahren. Das alles ist ja irgendwo auch ein bisschen mit Kosten verbunden. Wie gesagt, da legen wir immer weiter zu. Vielleicht besuche ich dann auch mal die Jungs in Chemnitz. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, da Amok Alex und Frank Stoner mal zu besuchen und vielleicht ein kleines Interview auch vor Ort zu machen. Dann macht doch so einen Überraschungsbesuch morgens um 6 oder so. Ja, genau, klingeln so, um 5:30 morgens, genau. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr uns unterstützt, so tatkräftig und unterstützt auch, wie gesagt, auch die Arbeit von Tom Who Knows, unterstützt die Arbeit von Trolls of Vienna, unterstützt Radio Emergency und natürlich uns und vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wir sehen uns dann wieder mit Radio Emergency morgen sozusagen live auf radioemergency.de, Donnerstag dann Klartext mit bei uns auf dem Kulturstudio und die nächste NASA dürfte nach meiner Rechnung am 9.11. ein interessantes Datum, Frankie, stattfinden. Echt am 9.11.? Ja, der ja. Der Schicksalstag der Deutschen? Genau, genau. Ja, genau, der Schicksalstag der Deutschen. Stattfinden. Bis dahin wünsche ich allen eine gute Nacht. Ich hoffe, die Sendung hat gefallen und ja, bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.